Einen wunderschönen guten Abend. Ich darf Sie als Obfrau des Forum Mozartplatzes sehr herzlich hier begrüßen und freue mich, dass Sie alle unserer Einladung gefolgt sind. Ich habe heute ein bisschen eine tiefe Stimme, ich hoffe, Sie verzeihen das. Ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen, aber natürlich auch hohe Repräsentanten und darf als erstes die Spatenobfrau Maria Smodic-Neumann sehr herzlich begrüßen. Wir werden uns heute einem ganz spezifischen Thema widmen und Sie alle werden hier ganz aktiv diskutieren. Insofern ist natürlich auch die Kammer, die Wirtschaftskammer Wien, wichtig. Und ich darf die Innungsmeisterin, Frau Kommerzialrätin Margit Riebenbauer, sehr herzlich begrüßen. Zusätzlich möchte ich Dr. Alexander Birch, Direktor des Wirtschaftsbundes Wien, der ermöglicht, dass es hier diesen Raum gibt und dass wir gemeinsam diskutieren können, auch sehr herzlich hier begrüßen. Ja, was ist das Forum Mozartplatz? Das ist ein Ort, wo sich Menschen, wie wir alle, treffen und möglichst viel diskutieren und miteinander austauschen. Das hoffe ich, dass auch heute passiert. Das heißt, dass es rege Diskussionen gibt, dass es vieles gibt, was wir mitnehmen können, um noch stärker Österreichs Wirtschaft, die Wiener Wirtschaft voranzutreiben. Mein Name ist Birgit Kraft-Kinz und Sie werden mich in Zukunft, so hoffe ich, und wir werden uns noch öfter sehen. Und es geht heute darum, möglichst offen, direkt, aber mit Wertschätzung und Respekt natürlich einander das zu erzählen oder das auszutauschen, was uns wichtig ist. Und ich darf die Begrüßung damit von meiner Seite abschließen und mein Mikrofon übergeben an Sie, Frau Kommerzialrätin. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für die Einladung. Ich freue mich, dass der Mozartplatz jetzt wieder neue Energie hat. Er hat schon immer gut gearbeitet, jetzt wird es noch toller werden. Ich habe eine ganz besondere Freude, Sie so zahlreich hier zu sehen. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, das war im Jahre 2002. Also lange Zeit haben wir nicht miteinander geplaudert, aber viele, viele Herrschaften von Ihnen, die hier sind, haben immer wieder bei uns in der Innung etwas wissen wollen. Und wir haben hoffentlich im richtigen Moment immer das Richtige für Sie parat gehabt. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute eine rege Diskussion haben wollen und haben werden. Ich setze mich da vorne hin und höre mir alles an. Ich wünsche einfach nur mehr gutes Gelingen und danke für Ihr Kommen. Danke Birgit, danke Frau Kommerzialrätin. Jetzt darf ich auch noch einmal Hallo sagen. Freue mich, dass wir die Räume oder den Raum heute so dicht befüllen konnten mit Ihnen, mit euch. Man sieht, dass das Thema interessant ist, dass es ein paar Dinge gibt, die dringend gesagt werden sollen und gesagt werden möchten. Ich darf als erstes das Podium heute Abend hier vorstellen. Ich beginne zu meiner Linken, Frau Dr. Brigitte Klein. Sie ist Dermatologin im 18. Bezirk und mittlerweile, so könnte man sagen, spezialisiert auf die Entfernung von Tätowierungen und permanent Make-up und ähnlichen Dingen. Als nächste Dame hier im Podium Corinna Trudi-Weikel. Sie ist seit 2012 bei Michel Hermanek beschäftigt und hat jetzt seit kurzem eine eigene Linie, Trudy Lines, genannt. Sie ist eigentlich gelernte Grafikerin und Kunsthistorikerin und jetzt eben Tätowiererin. Zu meiner Linken darf ich vorstellen, den wenigen hier, die nicht kennen, Michel Hermanek. Er betreibt das zweitälteste Studio in Wien. Seit 1996 ist er auf der Alzerstraße mit Tattoo and Arts Vienna und er ist gelernter Krankenpfleger und im Tätowierbereich Autodidakt. Grüß dich. Und zuletzt Stefan Foster, seit 2003 selbstständig mit und Inhaber von Penetration Incorporation, hier gleich im 4. Bezirk, nicht weit von uns entfernt. Eigentlich aus der Computerbranche, aber auch im Tätowierbereich Autodidakt. Danke auch dir. Ja.
Ich möchte eigentlich sehr allgemein beginnen, da wir auch einige hier in unseren Räumlichkeiten haben, die zum Thema Tätowieren jetzt noch nicht den Zugang gefunden haben, aber vielleicht nach dem heutigen Abend sehr motiviert sind. So hoffen wir es zumindest. Tätowierungen sind eigentlich eine sehr alte Geschichte von Stammestätowierungen, die ursprünglich für Führungspersönlichkeiten im Stamm vorgesehen waren, die Mut ausdrücken sollten, Führungsqualitäten. Das hat sich dann etwas geändert, könnte man sagen. Also ich kann mich erinnern, in den 1980er Jahren, wenn da jemand tätowiert war, war das eher, sagen wir so, also eine wüde Geschichte, ja, sicher vorbestraft, ein Gesetzloser, Angst, ja, ich darf an der Bar nicht neben ihm stehen, das ist sicher eine gefährliche Sache. Mittlerweile ist das alles irgendwie ganz anders, also man könnte sagen, tätowierte Personen gehören zum Straßenbild, mehr oder weniger, wenn man sich jetzt Werbung ansieht im Fernsehen, in jeder zweiten Werbung kommt irgendein Tätowierter vor, ein Fußballspiel heutzutage, wenn man da am Rasen jemanden erblickt, der nicht tätowiert ist, ist das eine Ausnahme, wobei es irgendwie interessant ist, dass die Tätowierungen meist nicht so schön aussehen. Und deshalb als Intro meine Frage an euch, wie habt ihr das jetzt empfunden, was ich jetzt kurz angeschnitten habe, wie hat sich das Ganze verändert, was hat sich für euch als Tätowierer verändert in diesem Bereich? Stefan, vielleicht du? Ja, einerseits hat das sicher den positiven Effekt, dass diese Stigmatisierung ein bisschen rückläufig ist, sei es jetzt im Berufsleben, dass da mehr Toleranz herrscht. Auf der anderen Seite ist es halt etwas seltsam, etwas, das aus einer gewissen Rebellion heraus entstanden ist, jetzt so als selbstverständlich zu sehen und so breit in der Öffentlichkeit getreten. Und das bringt natürlich auch mit sich, dass viele Leute sehr unbedacht in diese Sache hineingehen, weil es ja einfach jetzt schon toleriert wird, sie nicht großartig Gedanken machen und einfach irgendwelchen Modetrends folgen, die vielleicht etwas unüberlegt sind. Trudi, das jüngste Tätowieren im Kreise, wie hast du das jetzt erlebt die letzten Jahre? Ja, absolut gesellschaftstauglich ist es worden. Würde jetzt mal sagen, von früher kann ich nicht für erzählen, da ich noch nicht so lange Tätowiererin bin und doch noch jung bin. Also du hast eigentlich alle Sparten, alle Wirtschaftssegmente, jeden irgendwie vertreten bei dir als Kunden, oder? Absolut, ja. Von Polizist zu Richter bis zu, also jede Gruppe eigentlich, ja. Mittlerweile. Alles klar. Michi, was? Ja, ich kann jetzt nur dazu sagen, da ich ja anscheinend der Älteste bin und so, ist auch nicht leibend, aber okay. Also ich meine, ich war schon ziemlich früh dabei, sage ich, und habe das Tätowieren in den 90er Jahren quasi erlernt. Und damals war es halt wirklich noch so, dass man als Tätowierter irgendwo sehr schief angeschaut worden ist, was man heute eigentlich nicht mehr so hat. Ich habe mit denen damals eigentlich recht gut leben können, weil ich bin im Bikerkreis und groß geworden und da war das eigentlich up to date, dass man tätowiert ist und ich habe das mit Fassung dran, wenn man mich schief angeschaut hat. Insofern finde ich es okay und leibend, dass man sagt, okay, heute, es ist irgendwo salonfähig geworden, was natürlich auch daraus resultiert, dass wir im Laufe unserer Tätigkeit, unserer jahrelangen, eigentlich irrsinnig viel mit Medien und so zu tun gehabt haben und auch dementsprechend selber Engagement zeigst haben, um das Ganze wirklich salonfähig und gesellschaftsfähig zu machen. Und dass wir eben wegkommen von diesem ganzen Negativ-Touch, der das Tätowieren eigentlich früher gehabt hat. Und es war nicht leicht, aber es hat sich was getan, Gott sei Dank. Und eigentlich sind wir echt stolz drauf, dass wir heute da stehen, wo wir stehen. Ja. Danke dir. Frau Dr. Klein, Sie sehen ja das ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel. Wie hat sich jetzt Ihre Patienten, wie haben sich die jetzt geändert im Laufe der letzten Jahre? Es ist aus meiner Sicht immer noch so, dass Tattoos in vielen Berufsgruppen, vor allem wenn man einen Beruf beginnt, ein Problem sein kann. Ich habe natürlich viele Patienten, die aus ganz anderen Gründen zu mir kommen. Die Chefs sind, die Top-Anwälte sind im ersten Bezirk, die über und über tätowiert sind, halt bis zur T-Shirt-Grenze oder bis zur Hemdgrenze, die, wenn sie angezogen und im Anzug und Krawatte sind, kein Mensch das Tattoo sieht.
Ich habe gehört von Polizisten, die undercover arbeiten, wo dann die Einheit das Tätowieren gezahlt hat. Aber ich habe sehr wohl sehr viele junge Leute, die zur Polizei wollen, die dann auf Teufel komm raus das kleine Tattoo am Handgelenk noch schnell weghaben wollen. Oder gestern war eine da, die zur Lufthansa wollte, Stewardess, ein dezentes Tattoo hinten im Nacken haben, die den Job nicht kriegt, weil das Tattoo an einer sichtbaren Körperstelle ist, wenn sie die Stewardessenfrisur hat und die Haare hochgesteckt hat und dann 2 Zentimeter vom Tattoo aus diesem Hemdkragen rausschauen. Also gerade wenn man einen neuen Job haben will, dann muss man wirklich darauf achten, dass Tattoos an bedeckten Körperstellen sind. Oft ist es so, wenn man dann den Job hat, ist es dann meistens egal, was man sich tätowieren lässt. Danke, das spricht ja auch für immer wieder so Jobangebote. Man sieht da manche Firmen, die mit tätowierten Personen werben. Ja? Und wenn man sich dann dort bewirbt und tätowiert ist, kriegt man auch den Job nicht, weil man tätowiert ist. Also gibt es ja doch viele Widersprüche, man sieht es dann eh natürlich auch erleben. Wir kommen dann auch auf ein paar Punkte bei Ihnen zu sprechen. Wir haben auch heute hier einige Personen, die interessiert sind, einmal selbst das Tätowiergewerbe zu ergreifen bzw. Tätowierer zu werden. Früher war das ja ein freies Gewerbe, also freischaffender Künstler oder wie das gelaufen ist. Wir haben jetzt darüber gesprochen, seit 2003 braucht man jetzt einen Gewerbeschein dafür. Also man sieht, ist doch auch sicher ein wirtschaftlich relevanter Berufszweig geworden, also auch für andere interessant geworden. Jetzt zur Vorgeschichte, wie eigentlich dieser Gewerbeschein entstanden ist, beziehungsweise was für Vorarbeiten da getätigt wurden, wer da beteiligt war. Michel, du hast ja gesagt, du warst da in den ersten Beratungsgruppen dabei. Darf ich dich bitten, dass du mal erzählst, wie das Ganze sozusagen gewerbliche Füße bekommen hat? Ja, wie gesagt, damals haben wir noch schulterlanges, wallendes Haar gehabt. Das ist ein bisschen her. Und ja, es war halt so, dass wir, wie es richtig geheißen hat, damals ein freies Gewerbe waren. Und irgendwann einmal ist dann bei mir im Studio die Tür aufgegangen und es sind von der Neudorgasse ein paar Amtsärzte bei mir im Studio gestanden und haben gesagt, sie wollen sich erkundigen, weil sie wollen wissen, was man machen muss, was ein Studio haben muss, dass man eben einen Gewerbeschein kriegt. Und ich habe gesagt, ja, um was geht's da, wie, was, wann. Und dann sind wir da so verwiesen worden an die Innung und ich habe dann, glaube ich, war ein Jahr lang, so zweimal in der Woche sicher, 3 bis 4 Amtsärzte bei mir im Studio gehabt, die teilweise sehr überrascht waren, die gesagt haben, was, sie haben einen Autoklaven da, sie sterilisieren die Sachen und war toll, sie nehmen einen Handschuh. Also sie haben überhaupt keine Ahnung gehabt, um was es geht. Das ist halt dann schon langsam aufgebaut worden, wir haben dann auch produktiv mitgearbeitet damals, also so der harte Kern, was da sitzt von früher noch, die eigentlich auch schon älter sind. Wie das Ganze losgegangen ist, wie wir eigentlich noch sehr engagiert waren, einen Gewerbeschein zu bekommen. Aus dem Grund, weil damals ja auch schon irrsinnig viel, sage ich mal, Pfuscher unterwegs waren, irrsinnig viel Schindluder betrieben worden ist und die wir im Zuge des Gewerbescheins wegbringen wollten oder zumindest einmal reduzieren wollten. Am Anfang war das alles noch recht gut und schön, nur es ist halt dann einfach nicht so passiert, wie es passieren hätte sollen. Von der Innungsseite war damals das auch so, Frau Riedenbauer wird sich vielleicht noch erinnern, wie wir da oben gesessen sind, mit der Versprechung, ja, wir machen jetzt einen Gewerbeschein und wenn wir alle einen Gewerbeschein haben, wird es dann so ablaufen, es bringt uns die Adressen von diesen ganzen Fuscher und was weiß ich und wir schauen, dass wir die wegbringen. Das haben wir dann da und da ist halt leider dann von der Innungsseite dann gekommen, ja, wir können ja nichts machen, weil die haben ja keinen Gewerbeschein. So, jetzt sind wir da gestanden, die ganzen super wichtigen, die einen Gewerbeschein wollten, dass wir endlich eine Richtlinie einbringen, aber wir haben keine Handhabe gehabt, dass wir die Fuscher wegbringen. Und es ist auch von der Innungsseite nach wie vor jetzt da noch immer keine Möglichkeit, dass man dem irgendwie Herr wird. Ne? Ja, das war halt einmal so der Anfang. Nicht? Und dementsprechend enttäuscht oder demotiviert waren halt dann so die Oldschooler unter uns, die halt damals da mitgearbeitet und mitgewirkt haben, dass da wirklich nichts in die Richtung weitergegangen ist. Dementsprechend sind auch die ganzen, sage ich mal, Oldschooler wieder einmal einer nach dem anderen abgesprungen und haben gesagt, okay, das hat keinen Sinn nicht, dann lassen wir es bleiben. Nicht? Ich persönlich habe jetzt da jahrelang überhaupt keinen Kontakt mehr gehabt zu der Innung, weil ich persönlich der Meinung bin, dass es absolut keinen Sinn hat, wenn man da keinen Ansprechpartner jetzt hat, in dem Sinn, dass einem geholfen wird.
Ist vielleicht von Ihrer Seite das Nötigste getan worden, aber ich glaube nicht, dass es so ist, dass wir die richtige Gruppen sind, die bei Ihnen also quasi unter Schirmherrschaftsnummer werden oder die uns vertritt, weil sie einfach zum Künstlerischen nicht so einen Zugang haben. Einfach, ne? Das ist ganz klar, aber es muss ja auch irgendwas tun, weil mit den Gewerbescheinen, so wie es jetzt passiert, ist eine Katastrophe. Ne? Es ist heutzutage überhaupt Garantie mehr, wenn man einen Gewerbeschein hängen hat, dass da eine Qualität im Haus ist. Also das ist mittlerweile auf unterschiedlichsten Wegen einfachst zu erlangen und somit hat es keine Aussagekraft mehr, weder für den Kunden noch untereinander. Also, wir werden selber alle wissen von unserem Studiobetrieb, es kommen Leute zu uns ins Studio mit Sachen, wo du die Hände zusammenschlagst. Und wenn du fragst, wo sie das gemacht haben und du wartest auf eine Meinung von wegen, ja, der hat mir das daheim auf der Couch zwischen, weiß ich nicht, alles und seinem Bild gestochen, ist nicht so. Es werden immer mehr Cover-Ups gemacht von wirklich total verhunzten Sachen, die in Studios gestochen werden, die einen Gewerbeschein haben. Und mittlerweile ist es so, dass mancher Studiobesitzer mit Gewerbeschein schlechter ist als die Pfuscher, die wir damals wegbringen wollten. Und das ist traurig, finde ich. Und da gehört was gemacht. Das geht alles auf uns zu. Das ist eine Sache, die alles auf uns zurückgeht. Und das sind die Sachen, die wir unter jahrelanger, paarharten Arbeiten uns erarbeitet haben, dass wir wegkommen von dem Schmuddel-Image und dass wir wirklich als Künstler, als Tätowierer, als qualitativ hochwertige Arbeiter angesehen werden. Und das lassen wir sich nicht zusammenhauen. Für das haben wir zu viel gearbeitet. Und unabhängig davon ist es auch im Sinne unserer Klientel oder der Kunden, dass die irgendwo sich nach was richten können oder davon ausgehen können, wenn eine Zertifizierung, ein Gewerbeschein da ist, dann kann ich davon ausgehen, dass ich da qualitativ hochwertige Arbeit kriege. Und das ist halt einfach nicht gegeben. Das liegt da teilweise an den Ausbildungen. Es gibt mittlerweile unterschiedliche Institutionen, die eine Ausbildung anbieten, aber das bewegt sich von einem Wochenendseminar bis hin zu einem 2- oder 3-Wochen-Kurs. Und ohne jetzt respektlos zu sein gegenüber Verkaufspersonal oder sonst jemanden, aber wenn ich beim Kick Socken schlichten gehe, muss ich eine 3-jährige Ausbildung machen, um Verkäufer zu sein. Und das ist da nicht gegeben. Als freischaffender Künstler, wo ich Bilder male, die ich an die Wand hänge und wenn sie mir nicht gefallen, nehme ich es wieder von der Wand, muss ich vor eine Kommission treten und die entscheidet, ob ich jetzt als Künstler anerkannt werde oder nicht. Und das ist da nicht gegeben. Als Tätowierer muss ich 18 Jahre alt sein und ein gewisses Maß an Geld aufbringen, um einen Kurs beizutreten und den durchzuziehen. Und nach 3 Wochen kriege ich eine Zertifizierung oder ein Diplom, mit dem ich dann antreten kann zur Arbeitsprobe, wo teilweise die Prüfer die gleichen Personen sind, die da unterrichten, wo für mich ein Interessenskonflikt besteht. Also somit ist das Ganze ein bisschen schwierig so. Ich meine, Kurse oder Ausbildung gibt es verschiedene, ich habe es gelesen, oder du bist da auch einmal gefragt worden, ob du beim Wifi einen Kurs durchführen Wifi, möchtest, ja. Also leiten möchtest, oder erst vor kurzem gelesen, dass das AMS Kurse zahlt, was auch ein interessanter Zugang ist, finde ich, zu dem Ganzen, dass das so angeboten wird. Bitte. Interessanterweise aber nur, wenn es bei einem dieser Institutionen stattfindet, sofern man ein Praktikum bei einem Tätowierer machen möchte, wird das finanziell nicht unterstützt vom AMS. Gar nicht unterstützt. Also. Okay. Und beim Wifi ist das so ein Abendkurs, so wie ich naja, beim Englisch gelernt oder so? Beim Wifi war folgende Sache, eine Kundin von mir, die beim Wifi gearbeitet hat, ist an mich herangetreten und hat eben gefragt, ob ich eventuell einen Kurs für die Wifi, also einen Tätowiererkurs ausarbeiten könnte. Habe ich gesagt, ja grundsätzlich ginge schon, wie sind die Auswahlkriterien? Sie meint, naja, wie jetzt? Sage ich, naja, wer darf an diesem Kurs teilnehmen? Wie wird aussortiert? Naja, jeder, der sich anmeldet. Sag ich, ich kann nicht einem Blinden ein Quer in die Hand geben. Ich kann nicht hergehen und sagen, okay, der kann nicht zeichnen, der kann gar nichts. Er ist jetzt vom AMS geschickt worden, weil er sonst vielleicht unvermittelbar ist.
Und den bieten wir jetzt in 3 Wochen zum Tätowierer aus, das funktioniert nicht. Und somit hat sie die Sache für mich erledigt gehabt. Sie haben dann heute jemand anderen gefunden und diese Kurse werden angeboten. Danke. Tode, du bist eigentlich eben die Jüngste hier im Bunde. Wie ist jetzt deine Ausbildung abgelaufen? Also wie hast du jetzt gemacht? Du hast jetzt keinen Wifi-Kurs gemacht, gell? Nein, Gott sei Dank nicht. Bitte, wie ist es bei dir gelaufen? Meine Ausbildung war so, ich habe neben dem Studium das Praktikum oder die inoffizielle Lehre bei Michel begonnen. Durch das ich nebenbei studiert habe, habe ich jetzt keine finanzielle Unterstützung vom AMS oder von irgendwem braucht. Und bin mit einer Zeichenmappe zu Michel gegangen. Der hat dann beurteilt, habe ich das Potenzial zum Tätowierer oder nicht, zur Tätowiererin. Und ja, dann bin ich im Studio gelandet, war mal 1,5 Jahre, habe nur zugeschaut, habe Sachen gelernt, habe viele Sachen gefragt. Dann hat es halt angefangen mit kleinen Stickel zu machen, unter Aufsicht natürlich. Ja, und irgendwann ist man halt dann so selbstständig, dass man allein schon kleine Stickel tätowieren kann. Wenn du die Begabung hast dazu. Wenn ich die Begabung habe. Und grundsätzlich gibt es ja offiziell von der WKO und von der Innung Voraussetzungen für den Gewerbeschein. Und ich habe erst heute bei der Innung angerufen und wollte mich informieren, wie ich zu meinem Gewerbeschein komme. Und da hat mir die Dame erklärt, es gibt als erstes mal die kaufmännische Erfahrung, ob ich HTL, irgendeine Handelsschule gemacht habe und ansonsten muss ich die Unternehmerprüfung machen. Und der zweite große Punkt ist die Befähigungsprüfung. Und da war es so, da sucht man an bei der Innung und dann gibt es 2 Wege nur für Wien. Das ist erstens einmal ein Fachgespräch mit Arbeitsprobe, wo man von der Innung eine Liste an Tätowierern kriegt, mit denen man in Kontakt treten muss und mit dem hält man dann das Fachgespräch ab. Dann habe ich gefragt, wer die Tätowierer sind, die können sie nicht nennen und wer die Tätowierer auswählt, das wissen sie auch nicht. Dann der zweite Weg, den man machen kann, ist die Meisterprüfung, die kann man aber nur in St. Pölten in Graz machen, das haben wir dann wieder genau bei den Kursen, die der Stefan schon angesprochen hat. Und zur Befähigungsprüfung wollte ich dann nur wissen, was die Voraussetzungen sind. Und Voraussetzungen gibt es eine einzige Zulassungsvoraussetzung und das ist das vollendete 18. Lebensjahr. Da wird weder geprüft, ob man zeichnen kann, ob man kreativ ist, ob man das Potenzial einfach zum Tätowierer hat, was eigentlich wichtig ist, oder das Wichtigste überhaupt. Und man wird zwar darauf hingewiesen, dass Praktikum förderlich wäre, also es war halt einfach super, wenn man Praktikum machen würde. Damals, was ich weiß, waren das glaube ich 2 bis 3 Jahre, dass man überhaupt zu dem Fachgespräch antreten kann. Heute ist es aber so, es reicht im Prinzip wenige Monate oder eigentlich gar nichts. Das Einzige ist, du musst, wann du ein Praktikum gemacht hast, musst du einen Zettel bringen von dem Studio, wo oben steht, was du in der Zeit gelernt hast. Und wenn du das nicht gemacht hast, gehst du zum MA63 und die entscheiden, ob du das Fachgespräch oder ob du deinen Gewerbeschein schlussendlich kriegst. Das heißt, du hast das Fachgespräch absolviert ohne jegliche Zulassung, also du bist 18. Und MA63 entscheidet, okay, du kannst Zeichnungen mitbringen und die sagen, okay, du kriegst den Gewerbeschein oder du nimmst Arbeitsproben mit. Oder du sagst halt, ja, du bist ein eher kreativer Mensch. Im Prinzip läuft es auf das raus. Ja, und so wie es bei mir war, ich glaube nach 15 Jahren, wo ich schon tätowiert habe, damals meinen Gewerbeschein gemacht, habe einen müssen zu MA63 und der gute Herr ist dort gesessen, hat mir angeschaut, hat gesagt, ja, Fotos und so, alles recht schön gut, Zeitungsausschnitte und das, ja, passt, aber das ist für einen kein Garant, dass ich gut tätowiere. Sag ich, nein, wie können wir das jetzt machen, dass das jetzt funktioniert? Sagt er, braucht 3 Zetteln von irgendwo von meinen Kunden, wo draufsteht, dass er ein guter Tätowierer bin. Worauf ich ihm dann angeschaut habe und ihm gefragt habe, meinst du das jetzt ernst oder was? Sagt er, ja, sag ich, pass auf, dann mache ich eins, dann gehe ich runter mit, gib mir 3 leere Zetteln und einen Kugelschreiber. Ich gehe runter auf die Straßen mit 3 5-Euro-Scheine eingesteckt, gebe an jeden, was ich will, 5 Euro und sage, unterschreiben wir das. Und wenn ich das habe, komme ich auf und legt er das her und das reicht, sagt er, ja. Also mit solchen Leuten haben wir zu tun. Besten Dank. Das ist ja. Genau, eingeschränkt auf Tätowieren. Genau, das nennen sie Meisterprüfung. Die kannst du aber nur in St. Pölten oder in Graz machen, bald glaube ich auch in Wien. Mhm. Und also im Prinzip, es gibt, die einzige Voraussetzung ist, dass du 18 bist und man sollte Erfahrung haben, ist aber kein Muss. Genau. Ich hätte eine kurze Bitte, und zwar, wenn wir sozusagen hier unsere Runde abgeschlossen haben, wir machen dann natürlich am Publikumspart am Schluss, würde ich bitten, dass ihr euch das merkt, was ihr fragen möchtet. Also wir haben wirklich, wir haben Open End, wir haben genug Zeit, es kommt dann jemand durch mit einem Mikro, weil es wird auch mitgefilmt, wie ihr sicher mitbekommen habt, und wenn er nicht in das Mikro spricht, dann haben wir auf der Aufnahme nicht die Frage und das wäre ja schade drum.
Danke. Ich hätte jetzt eine kurze Frage, diese angesprochene Meisterprüfung in St. Pölten und Graz, gibt es dazu gute Tätowierer, dass man das dort nur prüfen kann? Oder was ist eigentlich ein Tätowierermeister jetzt im Unterschied? Das ist die Frage. Ja, es gibt keinen normalen Gewerbeschein. Es gibt keinen Meister. Ja. Kein Meister nicht. Seid ihr jetzt alle Gesellen? Wir sind die Meister. Die armen Hund da. Ja. Nein, bitte. Ja. Zur Meisterprüfung gibt es nicht wirklich viele Angaben. Das ist genauso wie jetzt mit diesen Prüfern. Also wenn man da sich bei der Innung erkundigt, kommt man meistens an Stellen, die einem jetzt nicht wirklich mit Antwort weiterhelfen können. Was ich definitiv weiß, ist, es gibt gewisse Kosmetikkonzerne, die Kurse anbieten. Kostenpunkt irgendwo bei 4.000 bis 5.000 Euro. Voraussetzungen keine. Man meldet sich an, dort wird... Volljährig musst du sein. Volljährig, ja, volljährig. Da wird dann beginnt man dann mit Kreise schattieren dann wird auf freiwilligen Probanden werden dann Arbeiten durchgeführt als erste Tätowierung. Wie gesagt, der Kurs kostet bei 5.000 Euro. Da ist für mich jetzt auch der Punkt, wo ich denke, jemand, der motiviert ist, aber vielleicht jetzt nicht wirklich sehr begabt. Spart sich sehr Geld auf die Seiten, 5.000 Euro ist jetzt keine Kleinigkeit, finanziert sich diesen Kurs kommt vielleicht zu dem Ergebnis nach dieser Arbeitsprobe, weil er durchfällt, okay, das war jetzt doch ein Griff ins Klo. 5.000 Euro, wie gesagt, sind viel Geld. Ich glaube nicht, dass diese Leute dann die Tätowiermaschine verkaufen, die sie auch dort zur Verfügung gestellt bekommen. Also die dürfen das dort einkaufen und dann mit nach Hause nehmen. Die werden dann nicht sagen, okay, offensichtlich ist Tätowieren nichts für mich, sondern die werden sagen, ich habe 5.000 Euro in den Wind geschossen und ich möchte jetzt eine holen. Und wenn sie die Berechtigung nicht bekommen, öffentlich zu tätowieren, dann werden sie das in den eigenen vier Wänden machen, unter hygienisch wahrscheinlich miserablen Bedingungen. Und ja, das ist ein Teufelskreis. Der ist total kontraproduktiv, genau zu dem, was wir eigentlich haben wollten. Ne? Und wir arbeiten sie genau in die gegengesetzte Richtung. Ne? Und das ist das Tragische dran, nicht? Weil... Es wird auf Kosten der Profitmacherei von gewissen Leuten oder Institutionen einfach das zusammengehauen, an dem wir jahrelang arbeiten. Nicht? Und ich finde das einfach nicht gut. Nicht? Das ist eine Sache, die darf gar nicht passieren, dass Geld, Gesundheit und alles von Leuten einfach gefährdet. Na, vor allem kommt mir vor, dass hauptsächlich Leute involviert sind in diesen Mechanismen, die jetzt mit dem Tagesgeschäft vielleicht nicht ihr Auskommen finden und genügend Tagesfreizeit haben, da mitzuspielen. Weil jeder, der einen intakten Betrieb hat, ist dermaßen ausgelastet, dass er solche Spompanalen gar nicht auf solche Ideen kommt. Ja. Da ist wirklich, wirklich Handlungsbedarf gefragt. Ich meine, es gibt ja noch, bevor man wirklich dann den Gewerbeschein erlangt, gibt es ja noch diese Prüfung, diese Abschlussprüfung. Und das hat sich ja auch irgendwie entwickelt. Ich glaube, früher kommissionelle Prüfungen und dann wieder nicht und alte Prüfer und andere Prüfer. Wie war das? Wie schon vorher angesprochen, ich meine, es war damals so, dass die Innung an uns herangetreten ist, an diese, sage ich mal, Dienstältesten, die jetzt da teilweise im Raum sitzen, mit der Bitte an uns, dass wir die Prüfer sind und Prüfungen abnehmen, wo wir auch gesagt haben, okay, gut, kann man machen und das haben wir etliche da erinnern schon gemacht. Nur es sind dann Sachen passiert, wo zum Beispiel wirklich Fälle waren, wo der Prüfling unter Anführungszeichen absolut keine Begabung gehabt hat, nichts gegangen ist und die Prüfung auch negativ abgeschlossen worden ist. Der Prüfer hat gesagt, nein, er hat nicht die Befähigung, Tätowierer zu werden. Der ist zweimal antreten, dreimal antreten. Dann irgendwann hat sich der Prüfer gefragt, für was prüfe ich denn eigentlich, wenn das eh immer wieder passiert. Und das Schlimmste war dann überhaupt, dass man in Wien, wenn man keinen Gewerbeschein kriegt, dann einfach nach Niederösterreich geht, tut ein bisschen was am Tisch knallt, ein bisschen was Buntes, ein paar bunte Scheine, kriegt den Gewerbeschein, geht nach Wien, macht wieder Standortverlegung und die Sache ist gegessen. Und ich meine, wo sind wir? Das geht gar nicht. Also das ist... Abgesehen davon, es ist ja so, wir haben damals wirklich auch mit der Innung zusammengearbeitet, weil wir einen Prüfungskatalog vor uns liegen gehabt haben, der, also wenn ich das alles weiß, habe ich im 19. Bezirk eine Privatklinik und bin Gehirnchirurg oder Herzchirurg oder sonst irgendwas.
Ich meine, alles recht schön und gut, wir arbeiten auf der Haut und wir sollten von dem Ganzen auch wirklich Ahnung haben, nur wie die Herzkammern lateinisch heißen oder etc. oder das Hebammenschutzgesetz, glaube ich, interessiert keinen von uns. Und ist auch nicht notwendig, dass man das wissen. Nein, man sollte es nicht unterbewerten, aber es ist Faktum ist, eine Tätowierung ist eine oberflächliche Wunde, gleichzusetzen mit einer Schürfwunde. Man tätowiert Leute mit einem intakten Immunsystem, das stellt man fest anhand dieser Einverständniserklärung, wo jeder angreifen muss, ob gesundheitlich so weit on top ist, dass man tätowieren kann. Und wir arbeiten bitte nicht unter sterilen Bedingungen. Es geht nicht. Meine Mutter hat in Seibersdorf wirklich unter sterilen Bedingungen gearbeitet. Ja, da geht man mal 20 Minuten in der Dusche durch eine Schleuse und dann ist man wirklich in einem keimfreien Raum. Ja, wir arbeiten unter keimarmen Bedingungen. Das ist absolut ausreichend. Das ist absolut ausreichend für unsere Tätigkeit. Und Hauptaugenmerk liegt darauf, dass wir mit Werkzeug arbeiten, beziehungsweise auf dem Arbeitsplatz arbeiten, wo keine bleibenden Schäden verursacht werden, keine Hepatitis, kein HIV weitergeben wird, diese Sachen. Normale Verkeimung der Luft, ja, wenn Sie sich jetzt auf der Straße das Knie stoßen, gehen Sie zu Hause, waschen Sie es ab, tun vielleicht ein bisschen Jodtinktur drauf oder auch nicht und das Ganze heilt, der Körper wird damit fertig. Ja. Abgesehen davon können wir auch nicht beeinflussen, die Tätowierung wird zur Hälfte fertiggestellt im Studio. Die zweite Hälfte ist dann zu Hause, während es heilt, das ist die Pflege. Wenn sich da jetzt jemand nicht darum kümmert, können wir die Verantwortung nicht dafür übernehmen. In der Regel passiert nichts, weil das Immunsystem seinen Teil dazu beiträgt. Ja. Entschuldige, Michel. Nein, kein Problem. Ich wollte jetzt unterbrechen. Was natürlich war, dass wir mit diesem Prüfungskatalog, der uns damals vorgelegt worden ist, nicht unbedingt zufrieden waren, ist klar. Wir haben uns, also das war der Sieger aus Linz und ich mit Ernstl zusammen ziemlich oft zusammengesetzt und dann wirklich tätowierrelevanten und bezogenen Prüfungskatalog aufgesetzt, den wir dann der Innung auch vorgegeben haben und vorgelegt haben. Nur es sind halt dann auch wieder massive für Sachen weggekommen, die unserer Meinung nach aber sehr wichtig gewesen waren und stattdessen Sachen drin gewesen, also drin blim sind nach wie vor, also ich bin aktuellen Prüfungskatalog auch da, wo ich finde, es hat absolut keinen Sinn, einen Prüfer zu fragen, was mache ich mit einer Trinkenden? Also, ich kenne keinen Fall, wo in einem Tattoo-Studio waren oder soffen. Ich habe die Frage bei der Prüfung gekriegt. Es war viel mehr wichtig, dass man vielleicht mehr auf die Dermatologie eingeht, auf die Haut eingeht, auf ein Immunsystem eingeht. Es werden Fragen von, was ist zum Beispiel irgendeine Hautkrankheit, was weiß ich, nehmen wir, wird jetzt auch nicht aufgeschlagen, aber egal, es werden genug Sachen gefragt, irgendwelche Krankheiten, wo aber kein Erscheinungsbild dabei ist, überhaupt nichts. Also man muss die Frage beantworten, okay, was ist eine Dermatitis oder was ist eine Sepsis oder was weiß ich, aber es steht auch nicht dabei, wie schaut das aus, wie schaut das auf der Haut aus, was kann man machen oder sonst irgendwas. Es ist schwach. Es war viel wichtiger, dass man auch dazu schreibt, okay, Erscheinungsbild so, vielleicht das, oder dass man eben Kurse wirklich mit Ärzten macht. So wie es auch zum Beispiel in der Prüfungskommission auch gesetzlich vorgeschrieben ist, dass ein Arzt bei der Prüfung dabei sein muss. Das ist gesetzlich geregelt. Ist passiert seit Jahren nicht. Oder über 10 Jahre schon immer. Ja, und du kriegst ja nur die Fragen und musst die Fragen selber ausarbeiten. Also es gibt zwar einen Fragenkatalog, aber nicht irgendwie mit den ganzen Inhalten und den. Ja, wir haben den Fragenkatalog damals ausgearbeitet mit den Antworten dazu und alles. Nicht? Und ja, die kannst du jetzt auch selber zusammensuchen, ob du das Richtige findest im Internet oder nicht, obliegt dir selber. Und ich meine, ich finde das halt einfach nicht gut. Und gerade jetzt im Punkt der Dermatologie, weil wir haben mit der Haut das meiste zu tun, sollten da mehr Kurse vielleicht auch von der Ärzteseite veranstaltet werden, dass ein Prüfling sich auch mit einem Krankheitsbild besser auskennt und nicht nur den lateinischen Namen dafür kennt und nicht weiß, wie es ausschaut. Also das ist, finde ich, war total wichtig. Und das war eben eine praxisbezogene Prüfung dann. Ne? Jetzt sind wir bei der Dermatologie natürlich. Jetzt sind genau Sie gefragt, also man sieht ja,
Mir kommt vor, das Vorabendprogramm ist in letzter Zeit gehäuft von irgendwelchen lustigen Sendungen wie Horror-Tattoo oder sonst irgendwas. Und man sieht ja den ganzen Abend eigentlich sehr hübsche Tätowierungen und traurige Gesichter damit. Wie geht es jetzt Ihnen eigentlich bei der Arbeit? Also welche Erfahrungen haben Sie? Welche Tätowierungen werden zuerst entfernt? Gibt es bestimmte Namen, die man gar nicht mehr haben möchte? Oder gibt es bestimmte Symbole, bestimmte Körperstellen? Was fällt Ihnen auf? Wo sind Sie am meisten tätig und bei welchen Objekten oder Symbolen? Mein Einsatzgebiet sind natürlich die ungeliebten, die nicht schönen Tattoos. Ja, das sind einerseits die uralten Tattoos, andererseits muss man auch sagen die Hinterzimmer-Tattoos, die privat gestochenen. Ja. Andererseits sind es natürlich auch die im Laufe eines Lebens nicht mehr aktuell geworden sind. Das können Tattoos sein, mit denen man früher mal angefangen hat. Die ersten Tattoos, die jetzt schon mal 20, 30 Jahre alt sind, wo man dann im Laufe des Lebens dann den ganzen Körper zutätowieren hat lassen, wo dann die ersten einfach vom Stil nicht mehr dazu passen, wo das erste ein Teufel war, wo man sich dann aber nachher entschlossen hat, den Rest des Körpers dann doch im japanischen Stil mit Kois etc. zu bedecken und dann passt dieses eine Teufel nicht mehr. Oder wenn man auf die glorreiche Idee gekommen ist, den Namen vom Partner oder der Freundin sich irgendwo am Dekolleté oder auf dem Oberarm vielleicht noch mit Herzerl oder Pfeil drin tätowieren zu lassen. Und dann logischerweise nach ein paar Monaten oder Jahren die Trennung da war. Und längst war eine Frau da, die hat gesagt, ja, am 10. Hochzeitstag hat sie sich gedacht, jetzt kann sie sich doch den Namen vom Ehemann stechen lassen. Und patsch, genau, ein Jahr später die Scheidung. Also das ist grundsätzlich keine gute Idee. Auch kommen immer wieder Leute dann drauf, dass sinnfreie Tattoos wie Sternchen etc. oder die Tribals, die eine Zeit lang so sehr in Mode waren, vielleicht doch ein, zwei Jahre später nicht mehr so aktuell sind. Und generell kann man sagen, dass Tattoos, die man sich nicht wirklich lange genug überlegt hat, recht bald wieder verschwinden. Und lange genug ist halt relativ. Ja, sehr schnell müssen Tattoos weg, wenn die Leute in ein Tattoo-Studio oder halt zu einem Freund gehen, der halt gerade mal seine Tattoo-Maschine ausprobieren will und sagt, komm, ich mache dir ein Tattoo, was machen wir, egal, such dir da was aus, wir machen jetzt den Drachen. Die kommen mitunter schon ein paar Tage später oder 4 Wochen später und sagen, kann man das schon wegmachen? Oder nach der Tattoo-Convention, dann läuft bei uns das Telefon heiß und die Leute rufen an, so, ich war so blöd, ich war gestern tätowieren, kann man es schon entfernen? Unlängst war ein junger Mann da, der war gerade 20, der hat wirklich einen ganzen Arm wunderschön voll mit japanisch-chinesischen Kois und die ganze Brust dazu. Es war gerade ein Jahr lang fertig und jetzt hat sich sein Leben komplett geändert und jetzt muss alles weg. Ich habe ihn dann aufgeklärt und gesagt, das ist irre viel Farbe, das ist teilweise total schwarz, also wir reden von sicher 15 Behandlungen aufwärts und das Ganze aufgeteilt wahrscheinlich auf 6 bis 8 Einzelbehandlungen pro Fläche. Also der kommt wahrscheinlich dann wöchentlich über mehrere Jahre und das ist ihm alles wurscht und er lässt wahrscheinlich auch jeden Monat, das hat er gesagt, das kann er sich leisten, Eltern sind reich, er studiert BWL und er ist auch bereit, 500 Euro im Monat bei mir zu lassen, Hauptsache das kommt wieder weg, wo ich mir dann denke, ja. Aber warum? Da ist jetzt wieder, warum? Wieder wo das sich, wo perfektes sich, Tattoo, ja, und es tut mir elend leid darum. Wo sich der Kreis schließt, wo wir vorher gesprochen haben, wegen den Medien, Fernsehen, Fußballer, Rihanna, neues Tattoo, keine Ahnung. Es gibt halt zwei Zielgruppen. Die einen sind diejenigen, die sich mit der Materie doch eingehender beschäftigen, die das Ganze mehr als Form eines Lebensstils ansehen. Und dann gibt es halt diese Trendorientierten, die natürlich auch immer mutiger werden, je
je weniger Probleme man mit Tätowierungen hat. Man kriegt jetzt mittlerweile einen halbwegs guten Job, man wird nicht bei der Billa-Kasse schief angeschaut und die Kasse wird nicht festgehalten. Also das Ganze werden sogar bevorzugt bei der Jobwahl, also wenn du tätowiert bist. Also das Ganze hat nicht mehr so diesen negativen Touch. Jetzt sympathisieren auch Leute damit, die das vor 5 Jahren vielleicht noch total scheiße gefunden haben. Ja. Weil ja jetzt diverse Prominente sich auch tätowieren haben lassen und dieses und jenes und wählen vielleicht sogar aus diesem Pool, ja, ich hätte gern das Tattoo von ihr und weiß ich nicht. Und dann plötzlich ist das Interesse weg oder es ist nicht mehr trendy oder die Sängerin ist nicht mehr angesagt und dann steht man halt vor dem Problem, jetzt gefällt es mir nicht mehr, jetzt muss es weg. Ne? Die Leute, die da, sage ich mal, mehr Affinität zu dem Ganzen haben, die sich großflächiger tätowieren lassen, die sind meistens nicht so sprunghaft. Und bei denen sind da die Beweggründe andere, als dass ich es gerade im Fernsehen gesehen habe. Und da ist für uns, da ist von unserer Seite aus auf jeden Fall auch Verantwortung gefragt, Fremdverantwortung, dass man mit den Leuten redet, dass man sie aufklärt, dass man nicht gleich alles macht. Und das ist auch eine Sache, die ich bei diesen Ausbildungen anprangere. In unseren Reihen, ja, auch wenn man jetzt Autodidakt ist, ich hatte Freunde, die länger tätowiert haben, die mir Tipps gegeben haben, von denen ich ein bisschen was an Input bekommen habe. Und da war eine Grundregel, wir tätowieren nicht alles, überall hin. Es gibt keine Tätowierer, das ist heute ganz modern. Die Leute wollen mit angezogener Jacke besonders hart wirken und lass mal Handrücken machen, lass mal Hals machen. Die haben noch keine einzige andere Tätowierung. Die haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. Sei es jetzt Berufsleben, oft sind die auch noch jung, 18 Jahre, wo keine fertige Ausbildung oder überhaupt keine Stabilität im Leben. Das sind alles Sachen, die unter uns ein gewisser Kodex weitergegeben wird. Was sind No-Gos? Das ist bei den Ausbildungen und die Leute, die diese Ausbildungen durchführen, ist nicht gegeben. Ich darf Ihnen zeigen, wir haben hier ein wunderschönes Bild, das im Rahmen einer so einer Ausbildung gemacht wurde auf einem 18-jährigen Mädchen. Ein wunderschöner Jägermeister Hirsch. Das ist bitte die Hand. Ja? Das ist der Handrücken. Das wurde aber unter Aufsicht gemacht. Unter Aufsicht der Ausbildenden. Der Kursleiterin. Ne? Ja, das gibt es bei uns nicht. Jemand, der jung ist, noch nicht tätowiert ist, so Beratungsgespräche laufen dann wie folgt ab. Man sagt, okay, lass einmal was machen, Oberarm, wie auch immer. Man kann ja das fortsetzen auf den Unterarm in weiterer Folge. Das dauert ja. Da lernt man diese Person kennen, man bekommt einen Einblick in sein Leben. Man merkt, wie weit ist der oder diejenige der Tragweite seiner oder ihrer Entscheidung fähig. Was kommt auf den zu, wie weit kann der das überhaupt abschätzen und wie weit kann er damit umgehen. Ich war zu meiner Zeit mit 16, 17 Jahren erste Tätowierung einer der wenigen, die tätowiert waren. Und ich habe die volle Bandbreite durchgemacht mit Problemen bei der Jobsuche. Akzeptanz in der Öffentlichkeit. So ist es, so ist es, alles. Ja. Ich bin damit wunderbar klargekommen, aber es war definitiv anders, als wäre ich untätowiert gewesen, hätte einen braven Mittelscheitel gehabt und Marschallträger. War ich halt nicht. Mir war das bewusst, welche Konsequenzen ich dazu tragen habe und ich habe damit gelebt. Und man kann das natürlich und heutzutage, wie gesagt, ist die Akzeptanz definitiv größer. Aber es gibt immer noch gewisse Berufsgruppen, wo das einfach nicht möglich ist oder nicht in dieser Form möglich ist. Und das sollte man als Tätowierer einfach auch das Es ist einfach der Unterschied jetzt, wenn ich jetzt angenommen in einem Studio quasi meinen Platz habe, wo ich einen Tätowierer habe, der mir das von der Pike auf lernt, dann kriege ich das natürlich auch mit.
wie ist ein Kundengespräch, wie ist die beratende Tätigkeit, wie ist das ganze Prozedere bis einmal zum Tätowieren kommt oder von mir aus einmal bis zum Termin ausmachen kommt. Das kriege ich alles mit und im Laufe der Jahre kriege ich nicht nur mit, wie muss ich meine Nadeln letten, so wie es wir früher noch gemacht haben und nicht gekauft haben. Bitte? Naja, ein paar sicher das noch kennen. Mhm. Da. Nein, aber auf alle Fälle, das fehlt natürlich jetzt auch. Ich gehe 2 Wochen in einen Kurs, tue Kreise schattieren von mir aus oder was weiß ich. Und da kriegst du aber das medizinische Know-how und die Tätowiertechnik auch. Das alles. Ist alles innerhalb das von 2 bis 3 Wochen. Ich meine, es ist klar, das kann nicht funktionieren. Wie soll das gehen? Und ich meine, ich habe es auch selber gelernt. Gott sei Dank habe ich auch damals den einen oder anderen gehabt, wo ich ab und zu über die Schulter schauen habe können. Nur, ich habe halt aufgesagt, wo nur gegangen ist. Und so geht es nicht, wenn ich in einem Kurs sitze. Das kann ich nur lernen, wenn ich wirklich produktiv in einem Studio drinnen bin, schon langsam mitarbeite und auch vom Umfeld oder vom Tätowierer oder von den Tätowierern sich, wir gehen mit den Kunden um. Was ist da wichtig? Wie muss ich reden? Auf was kommt es an? Das kann ein Kurs nicht vermitteln. Abgesehen jetzt von der künstlerischen Seite oder vom künstlerischen Aspekt. Ne? Na, weil das generell mehr von der wirtschaftlichen Seite betrachtet wird. Ja, ja klar. In der Kosmetik wird halt darauf geachtet, okay, das ist jetzt ein Wirtschaftszweig, ja, Tätowierer ist ein Handwerk, man bietet eine Dienstleistung an und dann hat man halt einfach zu machen, wofür der Kunde bezahlt. Aber so ist es halt nicht. So ist es nicht. Man muss auch Nein sagen können und es gibt gewisse Gründe und das geben wir untereinander weiter. Also der Meister, dem Lehrling oder... Ja, Herr, geh weg, Meister, weil sonst sind wir wieder beim Meisterkurs. Es gibt keinen Meister. Ja, nein, aber du weißt, was ich meine. Der Guru. Ja. Der Mentor. Genau. Ja. Und da geht es nicht darum, dass ich schnellstmöglich die 100 Euro einstecke, die der gerade einstecken hat, sondern muss man nachsagen. Ich hatte konkret ein 15-jähriger Halbwüchsiger mit seiner Mutter. Kommt der junge Mann, möchte da gern G-Unit, das ist eine Rapper-Fraktion, auf dem Handrücken tätowiert haben. Sage ich, naja, geht nicht, also das machen wir sicher nicht. Ja. Schaltet sich die Mutter ein. Sie ist die Erziehungsberechtigte, sie unterschreibt dafür, ich habe doch gefälligst zu machen, denn sie zahlen ja dafür. Ich sage, naja, dann sollte ich eigentlich ein Gespräch mit Ihnen führen. Sage, weil Sie sind auch nicht ganz bei der Sache, würde ich sagen. Und gerade bei so jungen Leuten, und das ist auch so eine Sache, ich kenne jetzt keinen Tätowierer, der unter 18 Jahren tätowiert. Gibt es da einen? Nein. Es ist gesetzlich ab 16 Jahren erlaubt. Wird auch so transportiert von der Kosmetik. Es gibt keinen einzigen Tätowierer, der das macht. Zwischen 16 und 18 Jahren sind die meisten Leute noch so sprunghaft mit ihrer Motivwahl. G-Unit Rap ist übernächste Woche out. Da sind wir dann, weiß ich nicht, Punk oder Heavy Metal. Und dann ist es, abgesehen davon, wie gesagt, mit 15 noch keine Ausbildung. Der hat nicht einmal eine Lehrstelle gehabt. Ja. Aber die Mutter steht dort und haut am Tisch. Sie ist die Erziehungsberechtigte und sie erlaubt ihm das. Und deswegen habe ich doch zu machen, weil sie bezahlt dafür. Sage, ich kriege nur für das Zeit, was ich mache und das mache ich nicht. Also bitte, danke. Und so sind die meisten, die eine Ausbildung oder die eben aus diesem Schrauben kommen. Ja, aber das Problem ist dann, die geht aus deinem Studio aus, das stinkt sauer, sagt man, der Vollkoffer. Die findet definitiv jemanden. Und das wird klar, die kommen dann klar, zu mir. Ja. Machen wir 200er. Die Tattoos habe ich mir mit 15, 16 stechen lassen. Und dann sind sie 17 und sind bei mir. Ist dann auch... Habt ihr da auch irgendwelche juristischen Probleme, dass einmal irgendwer kommt und sagt, das habe ich mir stechen lassen vor einem Jahr und ich mag das nicht mehr und die Entfernung müsst ihr jetzt zahlen oder zur Hälfte zahlen oder wie auch immer? Gibt es da irgendwelche Probleme eigentlich? Nein. Nicht, das nicht? Nein. Das ist schon mal gut, ja, wenigstens nicht. Und ja, bitte. Ich habe da nur diese Woche vom Wifi ein Prospekt zugeschickt gekriegt. Und man lernt sehr wohl, also sehr viele Sachen. Man lernt über die Ausbildung zum Tätowierer. Man lernt, wie ein Beratungsgespräch funktionieren sollte, jugendpsychologische Grundlagen, Licht und Schatten, Perspektiven, also man lernt schon sehr viel. Komprimiert auf 2 Wochen? Genau, also zum Unterschätzen ist das nicht. Nee. Sagen wir, richtig super Sachen dabei, Dokumentationen.
Ausgezeichnet. Beratung in der Praxis. Ja. Ja, also ich weiß nicht, warum ich das zugeschickt habe. Aber wenn du Regale schlichtest beim Zielpunkt, machst du eine dreijährige Lehre. Ja, ja, aber da habe ich die ganzen psychologischen Sachen dabei, darum ist das kürzer. Verstehe. Ist logisch. Du hast mir ein Bild gezeigt, eben nochmal von diesen Prüfungen, wo aber dann jemand, glaube ich, zu dir gekommen ist oder so und gefragt hat, ob man das entfernen das, kann. Oder nein, bei das, den Prüfungen. Das war nicht Prüfung, das ist eine Studioarbeit. Ja. Drei Wochen alt, zu diesem Zeitpunkt. Ja. Am ich glaub, Hals. Ich glaube, das Ohr ist jetzt links. Das ist ein bisschen größer. Du musst das hochkant nehmen. Ja, am Hals. Wir haben die gute Dame dann aufgefordert, sie soll in das Studio zurückkehren, wo das gestochen wurde, und soll zumindest das Geld zurückfordern, weil das wird ihr natürlich in Rechnung gestellt, dass wir das ausbessern oder überdecken. Hat sie dann auch gemacht. Sie hat dort dann die Antwort bekommen, naja, ich bin ihr rechtsschutzversichert, mach was du willst. Ist ein Studio. Also wie gesagt, hat den Gewerbeschein, ich weiß ja, welches Studio es ist, ich will jetzt da keine Namen nennen, ist 3 oder 4 Mal in Wien bei der Prüfung durchgefallen, ja, ist genau hat dann den Gewerbeschein über Niederösterreich gemacht. Und die Problematik haben wir nicht nur einmal, die haben wir zigmal. Und dementsprechend sauer sind wir natürlich jetzt auch schon, weil es geht so nicht weiter. Wie weit soll es noch gehen? Jetzt kriegen wir dann noch 1, 2, 3, 4 Tattoo-Schulen oder weiß ich nicht, in Wien, und dann können wir eh zumachen, weil dann nimmt dann sowieso keiner mehr ernst, mit Gewerbeschein oder ohne Gewerbeschein. Ne? Nein, es sitzen vielleicht ein paar Leute im Publikum, die das jetzt nicht direkt betrifft, aber es gibt sicher im Familienumfeld Sohn, Tochter, Enkel, weiß ich nicht, wo dann Interesse für eine Tätowierung aufkommen könnte und wo man dann als Vater oder Mutter natürlich auch froh ist und beruhigt ist, wenn Tochter oder Sohn oder Enkel oder wie auch immer in guten Händen ist und eventuell, wie gesagt, irgendwelche Unsinnigkeiten ausgeredet werden und das Ganze halt ernst genommen wird. Und jetzt nicht einfach, um schnell mal 100 Euro zu verdienen, alles hingenommen wird und hinter mir die Sintflut und ist ja wurscht. Ja. Und so ist es aber oft. Also es vielerorts. Immer öfter. Das ist das Tragische. Ab und zu haben wir es ja immer wieder gehabt, aber die Frequenz ist einfach steigend. Es passiert immer öfter und es passieren immer schlimmere Sachen und absolutes No-Go. Und es wird noch unterstützt. Nicht? Ich meine, das ist jetzt das Kranke. Und machen wir noch eine Tattoo-Schule und dort und ganz groß wird da aufblasen. Und da kannst du gleich alles kaufen und da bist binnen 2 Wochen der Weltmeister oder Master oder sonst irgendwas. Und ja, ist im Prinzip nur eine finanzielle Geschichte. Ne? Den interessiert es genau Nüsse. Ob du dann weiterkommst mit deinem Job oder ob du wirklich was draus magst, der 5000 Taschlowitz, tschüss, danke, bei der Tier raus und der nächste her. Also das wird absoluter Schindluder betrieben mit der Kunst, sage ich jetzt, mit dem, was wir machen. Und das ist absolut nicht gut. Ich sage jetzt ein böses Wort in der Runde, aber da gibt es auch immer wieder Überschneidungen, permanent Make-up, ja, das ist ja was ganz was Böses für manche, aber da ist immer wieder, bei Ihnen gibt es da Überschneidungen irgendwie, oder Sie haben wir das auch immer wieder bei Ihnen dann bei Entfernungen oder Korrekturen, oder wie läuft das bei Ihnen? Ja, das ist bei mir ähnlich, also auch da sehe ich eher, oder auch da kommen eher die Kunden oder die Patienten mit den verpfuschten Sachen. Da gibt es auch ganz, ganz wüste Sachen mit Augenbrauen, die 2 Zentimeter über dem sind, wo die natürlichen Augenbrauen sind. Der Überrascht-Effekt. Ja, so. Ja. Ja. Tiefschwarze Balken auf der Mitte der Stirn. Oder die ganz viereckigen. Ja, so wie bei Clowns. Das hat aber was. Ja, oder der Charlie Chaplin-Schnurrbart, also genau hier. Die mehrere Schwänze haben, weil es von verschiedenen Permanent-Make-up-Artist-Künsten einmal da oben, einmal in der Mitte und dann ganz unten. Am besten sind die in vielen verschiedenen Farben übereinander tätowiert worden sind. Die erste 10 Jahre alt, dann ein paar Jahre später und dann aber auch auf verschiedenen Höhen mit Hautfarben überdeckt und dann mit...
Am schlimmsten sind die orangefarbenen mit orange-Kupfertönen, weil die werden dann, wenn man sie versucht zu lasern, die schlagen ganz, ganz oft in knallgrün um. Da muss man dann wirklich ein ganz kleines Punkterl am Eck machen und das ausprobieren. Also ganz leicht zu entfernen. Da passen aber dann die Augenbrauen, weil das sind wirklich überrascht dann. Mhm. Also ein ganz zartes Schwarz oder ein verdünntes Schwarz mit Grau, das geht super zum Entfernen. Ein, zwei Behandlungen, schaut toll aus, ist nachher komplett weg. Aber alles, was ins Orange-Kupferne geht, ist schon mal irrsinnig schwer. Und dann, wenn sich dann die Künstler noch versuchen, das auszubessern und noch fünfmal drüber stechen, ist dann eine Katastrophe. Und die Leute sind kreuzunglücklich damit und ich schicke sie dann sehr oft wieder nach Hause und sage, tut mir leid, wenn sie jetzt das Gleiche noch in Froschgrün haben, das macht das Ganze nicht besser. Und da passiert auch viel Pfusch. Und dann gibt es Leute, die, unlängst war ein 15-jähriges Mädel da, wo der Vater gedacht hat, es tut ihr was Gutes, hat das Mädel zum Tätowierer geschleppt, weiß nicht zu wem, irgendwo in Niederösterreich, weil es billiger war, als ihr ein Permanent-Make-up zu zahlen, hatte die tiefschwarze Striche. Das Mädel war blond, hatte auch blonde Augenbrauen. War dann schon woanders lasern, das hatte dann auch so einen grünen Stich, aber es war anscheinend ganz, ganz tief gestochen, irre viel Farbe und auch ja, sicher 2 Zentimeter länger als die natürlichen Augenbrauen. Ja, also auch da gibt es Profis und Nicht-Profis, kann man wohl sagen. Leute, die voll glücklich sind, wo man nicht ansieht, dass die ein Permanent-Make-up haben, dass die tätowierte Augenbrauen haben. Es gibt sehr, sehr hübsche Sachen, wo ich dann erst beim dritten Mal hinschauen, wenn die irgendwas anderes kommen, und schaue, oh, die Augenbrauen sind tätowiert. Das sind die Guten. Das ist ja, das ist ja auch etwas, was man den Kosmetikern überlässt. Also ich glaube, keiner von unserer Berufsgruppe ist heiß drauf, Augenbrauen zu tätowieren. Macht man einfach nicht. Im Gegenzug ist es allerdings schon so, die Kosmetik sind die Erfinder des Temporary- oder Bio-Tattoos. Was ja auch so ein kompletter Schwachsinn ist, ja, weil es gibt entweder, man ist wirklich super, super geschickt, ja, funktioniert nicht. Man schafft es wirklich so oberflächlich zu tätowieren. Dann ist in 2 Monaten weg. Dass in einem Regenerationszyklus ist es weg. Oder es ist halt permanent, es hält 3 Jahre und verschwindet dann. Das ist Märchen. Und es hat damals mit Gottschalk angefangen, ne? Mit seinen kleinen Deucht. Oder aber das ist halt, soweit ich weiß, ist es ja gesetzlich auch festgelegt, dass wir kein Make-up zu tätowieren haben und die Kosmetiker, die Permanent-Make-up-Ausbildung haben, keine Tätowierungen anfertigen dürfen. Wird trotzdem gemacht. Schaut halt dann furchtbar aus, ist dann alles immer so groß. Ist dann zerronnen und ist nach 3 Jahren immer noch nicht weg, sondern einfach nur schier. Ich möchte jetzt noch zu einem Punkt kommen, bevor wir in die Publikumsrunde gehen, der auch schon angesprochen wurde. Wie fühlt ihr euch jetzt eigentlich vertreten, von eurer Interessenvertretung her als Tätowierer in der Kammer? Gibt es eigentlich Tätowierer in der Innung selbst, die dort sitzen, die in den ganzen Beratungen etc. dabei sind? Fühlt ihr euch wohl? Wie geht's euch? Na, von der Vertretung her kommt mir vor, dass eher die Interessen der Kosmetiker selbst vertreten werden in unserem Bereich. Das ist halt, mir kommt es vor wie der Webdesigner aus den 90er Jahren oder halt die Nageldesigner-Geschichte. Das wird jetzt ausgeschlachtet ohne Ende. Jeder, der irgendwie keine Arbeit findet oder wird vermittelt als Tätowierer, Tätowierlehrling, Tätowierausbildung. Unabhängig davon, ob zeichnerisches Talent da ist, das wird gar nicht überprüft, ob da Zugang da ist. Ich habe Fotos gesehen von Kursen und wie gesagt, also niemand ist vorurteilsfrei. Ich gestehe das jedem zu. Ich war nie böse darüber, dass ich in dem Aufzug wahrscheinlich keine Banklehre kriege. Aber genauso nehme ich mir die Freiheit heraus zu sagen, eine Dame mittleren Alters,
im Knierock und in der Rüschenbluse mit großen goldenen Ohrringen in einem Tattoo-Kurs, kommt mir halt einfach sehr seltsam vor und hat dort nichts verloren. Also bei aller Liebe und bei allem Respekt, ich glaube auch nicht, dass die damit glücklich wird. Wie die dort geendet ist, weiß ich nicht. Das ist den Herrschaften aber egal, weil die hat genauso 5.000 Euro bezahlt wie alle anderen. Dass sie keine Jobperspektiven hat, so interessiert scheinbar niemanden. Da wäre sie viel besser aufgehoben, wenn sie zum Beispiel in der Kosmetikbranche, Permanent Make-up, wie auch immer. Aber ich habe auch keine Ahnung, wie sowas zustande kommt. Michel, du warst ja damals dabei, du hast schon mal erzählt, wie war die Aufnahme in der Innung, wie ihr damals dann schließlich dort gelandet seid, wo ihr jetzt seid. Ja, wie heute schon angesprochen, damals, wie es noch, ich sage einmal, die Anfänge, wir waren alle noch sehr motiviert, muss ich sagen. Und da waren wir etliche Male um und da hat es geheißen, ja, wir ziehen am gemeinsamen Strang und wir kriegen da was zusammen. Und ja, im Nachhinein gesehen haben wir dann eigentlich nur auf einer Seite gezogen, auf der anderen Seite ist nicht viel gekommen. Wir haben 2003, glaube ich, dann irgendwann einmal die Hepatitis-Impfung gratis dazugekriegt. Auf das kann ich mich erinnern. Das würde ich zugute halten, das haben aber dann die Masseure und alle anderen auch gekriegt, also das war nicht nur mir. Und ja, es ist halt dann immer mehr im Bauch runtergegangen aus dem Grund, weil wir sie einfach eben nicht vertreten gefühlt haben. Und jeder, der da am Anfang wirklich voll motiviert war und dabei war, hat dann im Laufe der Zeit die Kraft und den Willen verloren und hat dann das Ganze auch aufgegeben. Und dementsprechend ist von der alten Garde, sage ich, dann auch gar niemand mehr da überblieben. Und es sind halt nur irgendwelche Leute nachgekommen, die dann irgendwo von der Innung quasi gebeten wurden, kommt halt, wer anderer macht es nicht mehr. Dementsprechend hat dann die Qualität der Prüfer natürlich auch nachgelassen. Und da sind wir halt dann auch wieder bei der Frage, wer prüft am Prüfer. Und warum ist bei der Prüfung kein Arzt dabei, obwohl es vom Bundesgesetzblatt dabei ist, steht drinnen, dass ein Arzt anwesend sein muss bei der Prüfung. Das, was damals der Patrick gemacht hat und der auch die Nerven weggeschmissen hat und gesagt hat, der Firm geht es nicht mehr. Ja, es ist viel im Bauch runtergegangen. Es ist am Anfang, hat da alles sehr, sehr gut ausgeschaut und im Endeffekt ist nichts überblieben. Das ist halt leider die Tatsache. Und darum finde ich, sollten wir auch irgendwo eine Gruppe oder einen Dachverband oder irgendwas finden, der uns dementsprechend vertreten kann, mit dem nötigen Wissen, mit dem nötigen Know-how, mit dem Verständnis für Kunst etc., was vielleicht von der Masseur-, Kosmetiker-, Fußpfleger-Seite natürlich nicht so da ist, ne? Das ist klar. Na, generell mehr Einfluss auf unsere eigene Branche, auf unsere Ausbildung, Fortbildung, auf wie man überhaupt da zu dem Ganzen dazu kommt. Das ist einfach heutzutage oder war immer schon so, wenn man als freischaffender Künstler anerkannt werden möchte, gibt es eine Kommission. Aber die Bilder kann ich von der Wand nehmen, wenn es mir nicht gefallen. Das ist was Permanentes. Da ist Gesundheit involviert und mir fehlt irgendwo der künstlerische Zugang. Das wird als Gewerbe abgehandelt. Aber es ist im Endeffekt, ist es eigentlich eine künstlerische Tätigkeit mit besonderen Erfordernissen im Bereich der Hygiene. Aber wenn man Tätowierer werden möchte, ist von künstlerischem Zugang, wird nichts verlangt, wird nichts gefragt, es wird nichts überprüft. Und es ist halt, wie gesagt, die Macht ist in der Hand der Kosmetiker, die machen die Ausbildungen, die machen die Prüfungsfragen, die regeln unsere Farben, wer was verwenden darf, was zulässig ist, was nicht zulässig ist. Da geht es um Grenzwerte, wo den Peter heute da vom Premier Products, der wird dazu vielleicht noch ein paar Worte sagen können, wo in einem Liter Farbe und einen Liter Farbe ist ausreichend, um 175 Menschen ganz Körper Bodysuits zu machen. Da sind bitte 12 Milligramm Nickel drinnen. In Fleisch, in Gemüse ist mehr Nickelanteil drinnen als in einem Liter Tätowierfarbe.
Das ist aber verboten. Also da werden, es ist auch, es kommt da, genau, das ist auch ein Punkt, der sehr interessant ist. Es wird immer vorgebracht, Tätowierungen, Farben sind krebserregend, eventuell gesundheitsschädigend, was der Teufel was. Es gibt jetzt auch keine Langzeitstudien diesbezüglich, weil es zu wenig Leute interessiert. Die Lobby ist zu klein, macht keiner. Aber es gibt sehr wohl Studien im Kundenbereich. Ich habe Klientel aus dem medizinischen Personal, mitunter eine Krankenschwester, die seit 10 oder 12 Jahren auf der Onkologie arbeitet. Und nach Rückfrage hat sie mir die Antwort gegeben, dass sie nicht vermehrt feststellen könnte, dass Tätowierte vermehrt an Krebs, egal ob jetzt Hautkrebs oder andere Krebsarten, erkranken. Ist definitiv nicht so. Es ist jetzt keine offizielle Studie, aber ich glaube, eine erfahrene Krankenschwester hat da doch ein bisschen einen Einblick. Vielmehr ist es, glaube ich, so, dass Leute, die stark tätowiert sind, immer ihr Immunsystem reizen und dadurch, dass auch aufgebaut wird und gefördert wird und viele Tätowierte wahrscheinlich gesünder sind als Nicht-Tätowierte. Sollte jetzt nicht zum Anlass genommen werden, dass jeder tätowieren lassen muss, um gesund zu sein. Aber ich glaube, es hat schon Aussagekraft und da sollte man vielleicht auch drüber nachdenken und überlegen, warum wird das, weil es halt ein ungeliebtes Kind ist, dermaßen strikt geregelt. Hingegen wissen wir, ist wissenschaftlich bewiesen, weil sie ja interessiert hat und weil da ja die Lobby groß genug ist, dass Rauchen Krebs verursacht, nicht nur könnte, sondern definitiv tut. Zigaretten werden trotzdem nicht verboten, weil es einfach zu viel Geld drinnen steckt. Es wird natürlich, aus Wischerei betrieben und man sagt, okay, die Leute müssen jetzt rausgehen, rauchen. Dadurch tut man ja eigentlich was. Na, tut man nicht, weil der Süchtler geht auch vor die Tür und der wird auch 500 Meter die Straßen runtergehen, wenn es dann heißt, in der und der Gasse darf man nicht rauchen. Ja? Das wissen die Leute und deswegen wird da nichts gemacht, aber da steckt einfach viel zu viel Geld drinnen. Bei uns ist das halt nicht so. Deswegen gibt es auch sinnlose Reglementierungen zum Teil. Danke. Wir möchten jetzt in den Publikumspart switchen. Also ich würde Sie, ich würde euch bitten, wenn Fragen sind, sich zu melden. Wir haben die Martina geht da motiviert mit dem Mikrofon herum. Ich würde aber bitten, wenn ihr das Mikrofon habt und jetzt gesagt habt, es wieder zurückzugeben. Also jetzt werden sicher andere auch noch was fragen möchten. Ich möchte beginnen, weil einer war schon schlau genug und hat sich schon vorab gemeldet und gesagt, ich möchte gleich was sagen. Und zwar, es wurde das Thema Farben schon angesprochen, wir haben einen profunden Kenner hier, den Peter vom Bohemia Products. Und ich würde bitten, Martina, wenn du zum Peter, das ist der, bitte aufstehen, damit haben wir ein Kamerateam. Ja. Bitte schön. So. Es ist eigentlich, die Frage ist die, wie wird das in Österreich bemessen? Ne? In Österreich gibt es jetzt wirklich keine Firma, kein Supplier und der Größte, was da sitzt, kauft bei uns oder woanders ein. Und die Farben kommen alle, also die Zulieferer sind alle aus dem Ausland. In Österreich gibt es keinen. Und wie wird das in Österreich bemessen, der Farben, von wo kommt das her? Der Größte wird abgezogen, so hat es der Herr Meitz gemacht, immer die liebe Rapex-Liste, die aber nicht stimmt. Weil wir haben jetzt da schon zweimal gehabt, einmal in Kopenhagen, einmal in Brüssel, in der EU Sitzungen für die Farben, dass die in der EU gerecht sind, weil es bei uns andere Gesetze gibt als in Amerika und Asien. Und es ist eben bewiesen, dass in einem Kilo oder einem Liter Farbe sind 12 Milligramm Nickel, das sind 0,00012 Kilo. In einem Liter, das ist gar nichts. In einem Kilo oder einen Liter Farbe sind 185 Milligramm Barium. In einem Kilo Fleisch sind 488.000 Milligramm Barium. Da fragen Sie dann wir, nach was wird das bemessen? Und das ist, wenn man es heute so nimmt, ist ein Fleisch und ein Gemüse schädlicher als ein Liter Farbe, wenn ich am trinke. Das ist die Wahrheit. Wenn ich die Werte, wir haben die Werte da, das von
als von einem Doktor von CTL in Bielefeld gemacht. Das ist ein angesehenes Institut und das geht mittlerweile durch ganz Europa. Und da jedes Land, so wie Italien, Spanien, Frankreich, haben andere Verfahren bei den Tests. Und das, was aus Italien kommt, stimmt meistens nicht. Denn die geben ihr eigenes Verfahren nicht einmal preis, alle anderen machen es. In der EU, in Brüssel geben sie es preis, wie sie das machen. Und wenn man heute die Rapex-Listen nimmt, was die Tätowierer und die Studios betrifft, da sind 70% Farben auf der schwarzen Liste und alle kommen komischerweise aus Italien. 70%. Also, no, das kommt und Österreich nimmt das aber, zieht das italienische Gesetz heran. Wir haben eigentlich dann gar kein eigenes Gesetz. Ne? Und das Problem ist ja, dass die unterschiedliche Chargen, also das ist, heute ist es noch in Ordnung, goldgelb dieser Hersteller, und morgen wird eine Probe genommen und plötzlich ist es nicht mehr in Ordnung. Und das ist aber zum Großteil sind das organische Pigmente, das heißt, da sind Mineralien drinnen, die immer einen unterschiedlichen Wert haben werden von Flasche zu Flasche. Das heißt, man kann das gar nicht so genau festlegen oder so präzise einschränken. Und das bewegt sich aber alles in einem Bereich, wie gesagt, Tätowierfarben und die heute, die werden ja überprüft. Es gibt, also wir haben Sachen in der Haut, ich habe Sachen in der Haut, die sind 25 Jahre alt. Bei Michel sind es, glaube ich, 40. Wir sehen sie drauf. Ja, ja. Ja, aber solange du nicht drauf allergisch bist, ist es wurscht. Wenn ein Nickelallergiker, wenn du dem Nickel in die Haut tätowierst, hat er ein Problem. Aber das meine ich, wenn ein Nickelallergiker Nickel mit der Nahrung zu sich führt, dann kommt das irgendwann am hinteren Ende wieder raus. Ja. Wenn du es ihm in die Haut tätowierst, dann bleibt es drin und dann reagiert er drauf. Natürlich, aber deswegen haben wir auch unseren Fragebogen. Und dann wird dem Nickelallergiker nahegelegt, vielleicht in schwarz-grau zu bleiben und jetzt nicht unbedingt ein Rot zu nehmen, wo man weiß, dass ein gewisser Anteil von Nickel drinnen ist. Weil mit schwarz-grau gibt es überhaupt keine Probleme. Also ich habe noch nie gehört und in meiner Laufbahn noch nie die Erfahrung gemacht, dass es irgendwelche allergischen Reaktionen auf schwarz gibt. Ja, aber das könnte so rein logisch ein Grund sein, warum Farben mit Nickel... Naja, Nickel ist ja nicht nur in die Form, Nickel aus der einem Nadelabdruck zum Beispiel. Jetzt mittlerweile hat man schon relativ viel Plastikgriffschicheln, Spitzen etc., wo der Abrieb nicht mehr so extrem ist. Früher, wenn Metall auf Metall gescheuert hat und das mit 300 Hüben mit 3000 Hüben in der Minute, dann ist natürlich auch ein geringer Teil von Nickel auch in die Haut mit eingebracht worden, auch wenn es in der Form jetzt gar nicht vorhanden war. Ne? Also das ist noch zusätzlich jetzt. Ne? Also die Form allein ist ja gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie das, also man, wie gesagt, allergische Reaktionen sind mir ein Begriff, habe ich auch selbst schon gesehen, heute sie aber in der Regel im Rahmen. Das heißt, der Körper desensibilisiert sie im Normalfall von selbst. Das ist die Abheilzeit, dauert ein bisschen länger. Kapselt sich ein und fertig. Diese Horrorbilder, die man da oft im Internet sieht oder so, habe ich für mich persönlich noch nie gesehen. Also ich kenne das nicht, Fleischwunde, Haut löst sie ab, Eiter überall. Wenn man das Ganze zurückverfolgt, also man kann sagen, dass Minimum 80% von diesen quasi Horrorbildern, die man drin sieht, absolut nur post-Tattoo-artig entstanden sind. Das heißt, nach Fertigstellung der Tätowierung, die absolut in Ordnung gearbeitet worden ist, nur die Pflege dann so verschissen und so verhunzt worden ist, dass eben das dann so reagiert. Und für das kennen dann wir nichts mehr. Wir tun unser Bestes. Wir arbeiten mit guten Sachen, mit guten Materialien. Wir arbeiten sauber hygienisch. Aber der Kunde wird instruiert, wie zu pflegen ist. Wir geben Pflegeanleitungen mit und Pflegeprodukte sogar und alles Mögliche. Nur was der Kunde damit macht, das obliegt nicht bei uns. Also es ist, kann mir keinen Einfluss drauf. Und da haben aber wir schon Sachen gesehen von Leuten, die dann aus anderen Studios gekommen sind und gesagt, na schau, der hat scheiße gearbeitet. Und da waren Studios dabei, wo ich hundertprozentig weiß, dass die nicht so arbeiten. Und dann aufgrund dessen, wie ich dann mir länger unterhalten habe mit den Kunden, ich bin ich mit dem Hund im Bett gelegen und der schläft halt immer bei mir, das so liebend, aber das alles angeschleckt und so. Und in der Früh waren halt ein paar Haare drin und was der. Naja, hallo, aber dann am Tätowierer losgehen, nicht? Wenn ich selber die Pflege verhunze. Also, oder auf Farben losgehen, nein, das ist eine typische Rotallergie, nicht? Das hat er irgendwo einmal gelesen. Also, bestimmt. Peter, bitte.
Ja, sonst hat ein gleicher schon alles der Michel und der Stefan gesagt. Okay. Okay. Was gut, nur ist, weil der Großteil, so wie der Michel sagt, entweder falsch oder schlechte Pflege oder es gibt da welche, die gehen beim Tätowierer aus und legen sich dann 4 Stunden auf die Donauinsel ab. Das ist auch nicht empfehlenswert. Mit einem frischen Tattoo. Das gibt es natürlich auch. Und es gibt aber auch Apotheker, die die falschen Salben verkaufen. Ne? Weil Bepanthen zum Beispiel ist nicht unbedingt sehr gut für ein Tattoo, weil es eine Wund- und Heilsalbe und die zieht raus. Und wenn der dann in der Apotheke, habe ich auch schon erlebt, ein Bepanthen gegen Sonnenbrand kriegt, da war dann die ganze Farbe draußen. Das ist auch von Apotheken oder die, was dort arbeiten, falsche Anleitung oder Anweisung, weil sie sich selber nicht auskennen, um was da genau geht. Danke. Was uns im Großen und Ganzen haben, habt ihr den Rest schon selber gesagt. Entschuldigung. Kein Problem. Danke. Ja. Ja. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir so 2-3 Fragen sammeln. Bitte, Martina, einmal vorne, dann musst du hinten natürlich. Habt ihr schon gesehen? Ja. Also wenn wir schon beim Thema Farben sind und Interessenvertretung unserer Innung, ich habe voriges Jahr kurz vor Weihnachten einen Anruf gekriegt von einem oberösterreichischen Kollegen, der mich gefragt hat, du Erich, weißt du was von deiner Innung bezüglich Farbverordnung, die bei uns kommen soll? Habe ich gesagt, na nicht, dass ich wissert. Sagt er, na eher schon, weil er hat von einem deutschen Farbenhersteller einen Schrieb von unserem Wirtschaftsministerium gekriegt, wo die Innungen beauftragt worden sind, eben eine Farbverordnung zu erstellen. Daraufhin habe ich bei unserer Innung angerufen und habe mich gefragt, was da stimmt da. Unsere Innung hat leider nichts gewusst davon. Dann haben wir auf der Bundesinnung angerufen, da ist uns erklärt worden, ob wir das nicht irgendwie dem Minister erklären können, habe ich gefragt, ja, für was haben wir dann unsere Innung? Bis dann irgendwann einmal die Innung bereit war, nach 48 Stunden wieder anzurufen bei mir, ja, na, das ist da, das ist schon bearbeitet worden bei uns, wo ich dann die Frage gestellt habe, wer hat denn das bearbeitet? Dann ist von unserer Innung gekommen, ja, der und der Herr, sag ich, ist der zuständig für uns Tätowierer? Nein, da gibt es momentan keinen. Da ist meine Frage, warum unterschreibt er das? Dann zweitens, meine Frage, warum werden wir nicht von der Innung informiert, dass so etwas im Raum steht, dass eine Farbverordnung kommt? Obwohl wir dann 3 Monate nach meinem Anruf über die super tolle FKM-Zeitung informiert worden sind, dass die Innung da jetzt was getan hat und dass da jetzt eine Farbverordnung kommt. Das ist halt meine Frage. Warum wir da von der Interessenvertretung nicht besser informiert werden, dass da eine Farbverordnung im Raum steht. Danke. Ich sage, wir sammeln jetzt ein paar Fragen. Musch bitte. Genau. Nein, mitten. Einmal nach hinten und dann gehen wir vor. Ja. Brauchst du eh kein Mikro nochmal. Vielen Dank. Erstmal für die Einladung, Mario, dass du dich hier als Gastgeber ein bisschen präsentierst. Vielen Dank an dich, Mario. Vielen Dank an dich, Michel, als Vertreter der alten Schule. Verneige mich vor dir und alle, die in dein Horn stoßen sozusagen. Und vielen Dank für deine technischen Inputs, Stefan, die durchaus der Realität entsprechen. Danke. Ich bin jetzt hier nur angetreten als kleines Licht auf in diesem Universum. Habe schon 1-2 Tattoos machen dürfen, die Menschen begleitet auf einem rituellen Weg. Ich wollte nur kurz aufgreifen, wie widersprüchlich es in sich drinnen ist, weil wenn wir alle hier ein gutes Ergebnis erzielen, verlierst du dein Hocken. Das wäre dir doch eine Ehre, so hoffe ich. Ich will hier niemanden beleidigen, aber es ist mir ethisch ein Anliegen, dass wir hier auch diese Widersprüchlichkeit hier kurz mal aufgreifen. Und jetzt nicht, um hier fachspezifisch mich zu verlieren, da bedarf es, glaube ich, Arbeitsgruppen, die sich im kleinen Kreis zusammensetzen, um hier Verbesserungen zu etablieren. Ich möchte nur eines fragen. Es sind zwar alle hierher gekommen und zeigen somit eine Bereitschaft, etwas zu tun, aber ich möchte mich nochmal rauslehnen und jetzt mal fragen. Ich möchte gerne ein kleines Zeichen bekommen, ob ihr alle bereit seid, ja, an unserem Berufsstand etwas zu verbessern und eine Entwicklung voranzutreiben, die diesen Kriterien entspricht, die wir gerade vorher erwähnt haben. Und das würde ich gerne bezeichnet haben mit einem Handheben von jedem Einzelnen. Wer das in jedem seinem Sinne, wer nicht die Hand hebt, hat vergessen drauf oder es ist ihm scheinbar kein Anliegen. So seid ihr doch wirklich die Mehrheit. Vielen Dank, ein Applaus an alle. Aber ihr habt euch selber ein Bild machen können, wie die Hände nach oben gegangen sind. Ja? Wir brauchen uns hier nichts vorlügen. Wenn wir nicht zusammenhalten, dann übernehmen andere ein Kommando über uns. Und die Obrigkeitstreue, die ich sehr entzückend finde in Österreich, lasst uns immer fragen, was soll man denn machen, wer sollte was machen, helft uns bitte, es ist uns ein großes Anliegen.
Wir haben es in der Hand. Und wir haben die Kraft. Vielen Dank. Na, das ist auch total wichtig, dass heute einigermaßen viele Leute gekommen sind, dass das eben nicht so wirkt, dass da sind jetzt drei Hanseln, die da ein bisschen unzufrieden sind, sondern das betrifft uns halt alle. Und ich glaube, jeder von uns profitiert davon, wenn wir da einen Strang ziehen und vielleicht was bewegen oder nicht nur vielleicht was bewegen, sondern versuchen da eine Änderung herbeizuführen, dass das Ganze mal in die richtige Richtung geht, weil wir haben das jetzt viel zu lange aus der Hand lassen. Jeder hat das mit sich passieren lassen und hat halt daheim, ja, scheiße, da schon wieder eine Änderung, schon wieder nicht gut, ah, da macht schon wieder einer auf und die Kosmetika ausgebildet. Aber im Endeffekt ist nichts passiert, keiner hat was getan. Und jetzt glaube ich, ist es an der Zeit und es ist einfach im Sinne von allen. Es ist in unserem Sinne, dass wir stolz sein können auf das, was wir praktizieren und nicht in einen Topf geworfen werden mit irgendwelchen Kursabgänger, ja, die im Fernsehen gesehen haben, ein Tätowierer verdient einen Haufen Geld und das ist so Rockstar-Leben und super und jeden Tag angesoffen und wunderbar. Das ist es ja im Endeffekt nicht. Ja. Es ist einfach unheimlich viel Arbeit, die wir gern machen. Wir haben wahrscheinlich mehr Arbeitsstunden, die wir dann in der Vorbereitung für den Kunden verbringen, als es die meisten sich vorstellen können. Ja. Und da ist nichts mit Party und Lotterleben, aber man macht es halt gern. Und bitte? Ja. Und ich glaube, das ist einfach eine komplett falsche Ansicht und es ist ein komplett falscher Zugang. Und ich würde mich freuen, beziehungsweise ich würde es sehr befürworten, wenn wir in unserer Interessensvertretung einfach mehr Einfluss haben, mehr zum Sagen haben und auch Interessensvertretung haben, die ein bisschen einen künstlerischen Zugang auch hat und jetzt nicht diese Schönheitsschiene. Bei allem Respekt, wie gesagt, also ich persönlich glaube, dass wir als Tätowierer, als auch die Seitenerinnerung, also die Kosmetiker, Fußpfleger, Masseure. Ich glaube, falls wir es schaffen, da wirklich einen Konsens zu finden, dass wir dann in Zukunft vielleicht irgendwo nicht mehr so zusammenarbeiten oder getrennte Wege gehen, ich glaube, es ist auch im Interesse beider. Sie waren nie richtig glücklich, die Kosmetiker mit uns Tätowierten. Ja, also ich habe in uns ja, intern. Ja, die Kammerumlagen müssen wir auch zahlen, das ist ja richtig. Ich habe da in uns intern einige andere Sachen gehört, aber ist egal, ich glaube, es sollte einfach nicht so sein. Ich glaube einfach, dass Sie auch glücklicher sind, wenn Sie uns nicht mehr haben und wir glücklicher sind, wenn wir Sie nicht mehr haben. Jetzt Sie nicht als Person ansprechen. Das war jetzt nicht persönlich an Sie, sondern generell an die Innung, an unsere Interessenvertretung. Und das funktioniert einfach nicht. Das ist, da habe ich morgens lieber ein schulterlanges wallendes Haar wieder, bevor das irgendwann wieder funktioniert. Darum glaube ich, es ist gescheiter, wir scheiden uns in Frieden und gehen getrennte Wege und wir finden hoffentlich, und ich bin wirklich ganz, ganz am Darm drucken auf gut Deutsch, dass wir wirklich vielleicht in Zukunft, nicht in naher, aber vielleicht jetzt in fernerer Zukunft, weil es wird nicht von heute auf morgen gehen, eine Interessensvertretung finden, die uns Tätowierer, sprich Künstler, auch dementsprechend vertritt und auch zu würdigen weiß, was wir tun. Oder uns die Möglichkeit gibt, uns selbst zu vertreten. Wo man einfach österreichweit dann vielleicht so weit ist, weil nur Wien geht nicht, aber vielleicht geht dann österreichweit was. Na, deswegen, Carlos ist ja heute da, die veranstalten selbiges auf bundesweiter Ebene oder versuchen, da auch Strukturen reinzubringen, auf der Ausbildungsschiene, dass das einigermaßen einheitlich wird, dass das mehr Fleisch kriegt und wie gesagt nicht auf irgendwelchen drei Wochen Wochenendkurs mit quasi null Inhalt und Personal aus der dritten Reihe. Und ich glaube, Konzepte gibt es genug. Wir hätten genug zum Umsetzen. Ich glaube, dass nicht nur wir jetzt in Wien, sondern generell österreichweite Tätowierer ja, mit der Gesamtsituation, wie man so schön sagt, unzufrieden sind. Und sie schon viel Leute unter anderem jahrelang schon Gedanken gemacht haben, was ich persönlich weiß,
wie man da am gescheitesten rauskommt, besser machen kann, etc. Also ich glaube, wir müssen nicht von null anfangen. Wir hätten so viele Leute, die wirklich Potenzial hätten, gute Ideen hätten. Und wenn sie die Leute zusammensetzen und da einen Strick einmal ziehen, dann sollten wir was zusammenbringen. Vielen Dank. Also, Entschuldigung, danke. Sie werden drankommen. Es hat bis jetzt hat mein Wunsch, dieses Fragensammeln, nicht wirklich funktioniert. Ich drücke nochmal aus, es wäre schön, wenn wir jetzt noch die letzten beiden Fragen oder drei, vier Wortmeldungen jetzt nochmal, dass sich die Herren melden und Damen und dann wir eine Beantwortungsrunde machen, bevor wir zur Schlussrunde kommen. Also bitte. Nein, Entschuldigung, da hinten hat schon so lange das Mikro und freut sich schon so. Ja, bitte. Ich habe mich gefreut, aber ich habe vergessen, was ich... ich weiß schon. es ist mein Anliegen jetzt, was ich bei der Dame gehört habe, wegen den Gewerbescheinprüfungen. Ich bin schon seit 5 Jahren im Studio tätig und habe meine Erfahrungen gesammelt und habe brav geübt, von morgens bis am Abend. Nicht jetzt in den Kursen, was ich jetzt schon heute mitbekommen habe und mir dermaßen an den Kopf greife. Ich habe 5 Jahre gebraucht, um das zu können, was ich jetzt kann. Ich habe die Befähigkeitsprüfung, ich habe die Jahre Praxis, ja, ich glaube, dass ich das kann. Wurde abgelehnt. Ich brauchte Bestätigung vom Studio, so wie der Herr Michel gesagt hat, vom Studio, dass er unterschreibt. Nur ein Studio hat sich bereit erklärt zu unterschreiben, das war von Max Jobshop, danke Max. 1,5 Jahre war ich bei ihm beschäftigt und trotzdem haben sie mir so abgelehnt. Die Juristen bei MA 63. Trotzdem wurde ich abgelehnt. Und ich höre, dass man in 3 Wochen beim Kurs den Gewerbeschein kriegt. Nein, du kriegst die Berechtigung. Eine Arbeitsprobe abzulegen. Aber was kann man in den 3 Jahren, was kann man in den 3 Wochen, Entschuldigung, jetzt lernen? In den 5 Jahren und 1,5 Jahre jetzt, was ich bestätigt bekommen habe, da habe ich noch immer den Gewerbeschein. Ich brauche, wie der Herr Michel gesagt hat, die Juristen. Ja. Mir krampft es ein bisschen zusammen bei Herr Michel. Okay. Lass das Herr weg. Die Juristin hat mir gesagt, ich brauche Bestätigung von Kunden, dass sie zufrieden waren, dass ich dort tätowiert habe. Das ist immer noch auf demselben Level, wie es damals war. Ja. Ja. Es gibt keine Regelung. Warte noch, bitte. Okay, danke. Für die Frage, bitte zurück. Jetzt noch 2 Fragen. Wir hatten da Herrn Altenstraße und Frau Liebkowitsch von der Kammer. Bitte schön. Ja, grüß Gott. Ich möchte mich einerseits beim Mario und andererseits beim Podium herzlichst bedanken für ein Thema, das für mich bis jetzt komplett neu war. Und die Informationen, die Tiefgründigkeit, die dahinter steckt, war wirklich danke. Kann ich nur schlichtweg danke sagen. Aber was mir abgeht, ist, es sind doch sowohl von der Kammer als auch vom Wirtschaftsbund verschiedene Vertreter da und es sind hier wirklich offene Fragen in mehr als einer Stunde gebracht worden. Wie würden die Antworten dieser Damen und Herren interessieren? Ja, natürlich. Also ich arbeite seit 3 Jahren in der Innung, ja, und mir geht im Moment das Gimpfte auf, ehrlich gesagt, ja. Weil das nicht so ist, wie das vermittelt wird. Ja. Grundsätzlich ist einmal so, was Sie gesagt haben, Sie haben in der Innung heute angerufen, vielleicht meiner Kollegin angerufen, es ist nicht so, dass es 2 Möglichkeiten gibt, sondern es gibt Zugangsvoraussetzungen, es gibt die Befähigungsprüfung, das nicht nur so eine Prüfung ist, es ist eine Meisterprüfung. Man muss einen Grundkurs haben und die Befähigungsprüfung. Also man muss nicht nur 18 Jahre alt sein, man muss den Grundkurs haben und die Befähigungsprüfung. Und so wie bei allen anderen Gewerben, nicht nur bei den Tätowierern und Piercern, ist es so, wenn man die Zugangsvoraussetzungen nicht erfüllt, hat man immer die Möglichkeit, in Wien bei der MA 63 einen Antrag zu stellen um die individuelle Befähigung. Und das ist immer ein Versuch, ja, das ist nicht so, dass man vorher ein Fachgespräch macht und das bekommt, sondern es ist ein Versuch, man reicht die Unterlagen ein und die MA 63 entscheidet. Und so gern wir auch einen Einfluss hätten, wir haben keinen Einfluss darauf. Ja? Wir werden einfach nur beauftragt, Gott sei Dank, dass wir eine Fachexpertenliste weitergeben, wo wir sagen, das sind Fachexperten, denen wir vertrauen können. Es sind alle gerne eingeladen, sich als Fachexperten zu melden. Das haben wir ja schon hinter uns. Ja, es ist so, also dass es nicht so eine leichte Sache ist, dass man einen Gewerbeschein bekommt. Und
es ist so, dass bei der Ausbildung es in Österreich die Lehr- und Lehrfreiheit gibt. Das heißt, wir haben keinen Einfluss auf Ausbildungsinstitute. Jeder kann eine Ausbildung anbieten. Da hat die Innung, so gern wir auch manchmal möchten, keinen Einfluss. Und bezüglich Zusammenarbeit habe ich, also ich bin jetzt doch schon seit 3 Jahren dabei, haben wir immer wieder versucht, auch über die Zeitung, bitte gebt uns was, ja? Arbeitet mit der Innung mit. Wir haben eine Berufsgruppe gründen wollen, ja, den Herrn Hetzener, ich weiß nicht, ob er da ist. Seit einem Jahr versuche ich zu erreichen, ihn, ja, dass er eine Berufsgruppe bildet, eine Berufsgruppe der Tätowierer und Piercer, die mit uns zusammenarbeiten. Ja. Also ich bin dort, ich weiß es, wie es ist. Ja. Ich habe ihn wirklich x-mal angerufen, zuerst war er krank, dann muss er noch Leute sammeln. Und das wäre das Ideale, dass man eine Berufsgruppe bildet, die eben Wünsche, Anregungen hat, die zusammenarbeitet mit uns. Und das funktioniert nicht, ich weiß nicht warum. Er ist gerichtlich bei der Sachverständiger, er wäre an und für sich der ideale Berufsgruppenobmann. Gerichtlich beide der Sachverständiger für was? Für Tätowierer. Ah, das gibt. Es gibt. Es gibt nur einen einzigen Sachverständigen und das ist der Herr Hetzener. Und ich habe wirklich seit x Malen angerufen, es ist nicht möglich, eine Berufsgruppe zu bilden. Also die Innung ist sehr wohl bereit, wir arbeiten ständig mit. Es ist, Sie haben mit Herrn Schreiner gesprochen, das ist mein Geschäftsführer, ist heute leider nicht da. Es hat dann die österreichische Tätowiermittelverordnung gegeben, die sollte rauskommen. Die hat mein Chef verhindert, indem er x Stellen angerufen hatte. Also das kommt scheinbar nicht heraus, haben wir auch in die Zeitung hineingegeben. Das ist scheinbar trotzdem nicht angekommen, oder lesen Sie unsere Zeitung nicht, die FKM ist nicht unsere Zeitung, sondern Ihre Innung ist unsere Zeitung. FKM ist ein Blatt, also die haben vorher mit uns zusammengearbeitet. Sie sind aber längst nicht mehr mit uns zusammen, sondern die offizielle Zeitung, das möchte ich nochmal betonen, ist Ihre Innung und nicht FKM. FKM ist eine Zeitung, die nicht von uns aus ist. Ja, die aber an alle Mitglieder ergeht, leider. Da können wir auch nichts machen. Also ich als direktes Mitarbeiterin, ja, ich finde, dass die Tätowierer sehr, sehr wohl dazu passen, ja, weil wenn ihr sagt, bei Kosmetik, Visagisten sind auch Künstler, ja, Make-up-Artist ist auch Künstler und Tätowierer sind auch Künstler und gehören sehr wohl dazu. Aber ja? Ich habe einen Nagellack entfernen und ich habe ein Make-up entfernen und ich kann mir das, wenn das irgendwie in die Hosen geht, sofort entfernen. Was für einen Löscher gibt es für Tätowierer? Ja, aber warum können Künstler nicht in einer Gruppe dabei sein, die auch Gewerbetreibende sind? Weil durch das Gewerbe sind ja auch Sachen gekommen, wie das Hygienezertifikat, ja, oder das Schreiben, das man vom Kunden unterschreiben lässt, das ist ja auch wichtig für Sie alle. Ja? Das habe ich nicht begrätelt, im Gegenteil. Eben. Ich war einer der Ersten in Wien, der das überhaupt ja, gehabt hat. Ja, das ist super. Also so. Aber wenn Sie jetzt nur Künstler und Anführungszeichen bitte, weil ich meine, ich lobe jeden Künstler, wären, dann wäre das wahrscheinlich nicht der Fall. Ja? Dann könnte jeder frei machen als Künstler, was er will. Also nein, ich finde, es sollte eine Mischung sein zwischen Gewerbeschein und Künstler und es ist sehr wohl möglich, dass man Mitarbeiter, das muss man von beiden Seiten und wir als Innung sind bereit, ja, und ich kenne Frau Kommerzialrat schon so gut und die ist sowas von für Tätowierer, ja, und Piercer, ja. Das wird scheinbar immer falsch vermittelt, ja, und das steigt mir wirklich schon auf, ja. Seit 15 Jahren steigt es mir auf, ja, aber dann tun wir was, dann arbeiten wir zusammen, warum kann ja, man, das haben wir doch schon 15 warum Jahre kann man keine Berufsgruppe bilden, warum ist keiner bereit, da mitzuarbeiten, ja. Das verstehe ich nicht. Warum muss ich ein Jahr wissen lang anrufen? Wissen Sie ehrlich, Sie sind ja. 3 Jahre in der Innung. Ja. Sie waren vor 10, 12 Jahren nicht einer da, Ihre Füße sind in der Innung gesessen und waren bestrebt und motiviert, was zu tun. Nur, wir sind alle angeraten worden mit der Zeit. Und jetzt da wollen Sie auf einmal wieder kommen und sagen, jetzt sind wir da wieder. Jetzt wir ist es spät. Wir haben das mit der, keiner hat da mehr Interesse drauf. Wir haben das mit der Frau Korunzi durchgemacht. Ich nehme mal an, die Frau Korunzi war Ihre Vorgängerin, oder? Die Vorvorgängerin. Vorvorgängerin. Eben. Also so lange spielen wir dieses Spiel schon. Und die Frau Korunzi war eine sehr, sehr nette und adäquate Ansprechpartnerin. Und trotzdem haben wir nichts bewegen können. Wir sind jetzt trotzdem auf diesem Punkt, auf dem wir jetzt sind. Und unsere Ansichten sind die, die sie sind. Wir stellen uns ja nicht zum Spaß daher und sagen, es ist alles nicht so toll, wenn wir es nicht so empfinden würden. Sie sagen, es gibt die Lern- und Lehrfreiheit. Ja. Das ist sehr schön. Aber man sollte halt schon überprüfen, welche Institutionen dann auch welche Informationen und welche Qualität weitergeben. Ich verstehe Sie, aber das können wir nicht, weil es eine Gesetzeseinstellung ist. Ja? Wenn das Gesetz eine österreichische Lehr- und Lehrfreiheit hat, können wir als Innung nichts dagegen machen, gar nichts. Natürlich, man kann vielleicht verursachen, dass gewisse Stellen dann auch einen anderen Zugang bekommen, vielleicht die Kurse verlängert werden bei BFI, bei WIFI und wie auch immer und dass private Anbieter dann entweder
geprüft werden, welchen Wert ihre Ausbildung hat oder einfach nicht für so gewichtig genommen werden und man dann nicht automatisch nach einem 3-Wochen-Kurs zur Gewerbeprüfung antreten kann. Man kann auch nicht automatisch 3 Wochen. Der Grundkurs ist 97 Lehreinheiten. Und beim Grundkurs sind auch Dermatologen dabei. Ja, wenn Sie sich die Zukunftsvoraussetzungen anschauen, ich habe es mit. Ja. 97 also, Lehreinheiten sind 97 Stunden. Ja. 97 Lehreinheiten. Ja, aber das ist nicht irgendein Wischiwaschi-Kurs. Ja. Also, ja. Entschuldigung, ich muss jetzt noch mal kurz unterbrechen. Ja. Ich habe die hehre Aufgabe, hier als Moderator zu wirken. Funktioniert jetzt in den letzten Minuten jetzt nicht mehr so glorreich. Aber ich denke, es wurden jetzt ein paar Antworten schon mal gegeben. Birgit, du hast dich auch noch zu Wort gemeldet. Es wurden auch Antworten im Gebeten. Vielleicht haben wir eine. Ja, also ich bin ja neu in dieser Rolle und habe heute diese Rolle auch übernommen. Und ich finde es super, dass diskutiert wird. Ich finde super, dass Sie sich vor Jahren schon eingebracht haben, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sie immer wieder einbringt und immer wieder probiert. Ich sehe das auch als eine Einladung oder eine Bereitschaft Ihrerseits, dass Sie heute am Podium sitzen, dass Sie auch junge Kräfte da sind. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass dieser Dialog, der gestartet wurde, und Sie haben gesagt, 2002 war das letzte Mal so ein Gespräch. Und ich finde es heldenhaft, dass Sie jetzt verteidigen. Weil es geht nicht um Verteidigung, es geht um ein Miteinander. Es geht um das Gestalten unseres gemeinsamen, Ihres Geschäftes, unseres Geschäftes. Ich komme aus einem völlig anderen Bereich. Ich mache Kommunikation, Marketing, sein freies, sein Anmeldegewerbe. Auch hier kann man kritisieren, kann der das, kann der Grafik, kann der Webdesign, was auch immer. Natürlich, es wird nicht am Menschen auf der Haut gearbeitet, wie Sie es jetzt ausgeführt haben. Aber trotzdem können da auch Missgeschicke passieren und kann auch Pfusch passieren und kann man sich auch schwer wehren. Ich glaube, es waren ganz wichtige Punkte jetzt dabei. Und ich glaube, es geht immer wieder darum, miteinander zu schauen, wie kann man da tun. Auch die Maria Smoditsch-Neumann, ich kenne dich als eine Frau, die Dinge aufgreift. Du hast dir gleich den Zettel genommen, hast Notizen gemacht. Also ich glaube, der Raum ist heute da, was neu zu beginnen. Es gibt die Offenheit, es gibt die Bereitschaft. Es gab wenig Redeanteil vom Wirtschaftsbund, von der Kammer als solches. Da stimme ich auch überein. Aber ich glaube, das ist jetzt wichtig, dass wir das aufgreifen in diese Richtung. Ich würde einladen, dass wir eher zur Schlussrunde kommen. Ich möchte dir, Maria, noch kurz das Mikrofon geben. Möchte dich, Mario, bitten, dann wirklich eine Schlussrunde zu machen. Wir sind ja alle weiter da, wir können weiter den Dialog. Und ich möchte die Energie, die vor allen Dingen von Ihnen beiden auch kommt, mit dem vielen Wissen, möchte ich Sie bitten, dass Sie einbringen. Wir können nur die Dinge verändern, wenn wir eben immer wieder einen Anlauf machen. Ich verstehe hier Enttäuschung, ich verstehe hier auch Frust. Aber die viele Erfahrung mit auch der jungen Power, die da ist im Raum, die kann man nutzen. Und ich glaube, es gibt einen ehrlichen Willen, Dinge zu gestalten und zu machen. Und ich bin jetzt auch nicht mehr ganz so jung, aber trotzdem noch so, dass ich sage, ich möchte gern, dass wir Dinge nach vorne bringen. Und das soll dieser Raum auch sein. Es soll nicht sein, dass wir heimgehen und sagen, ja, sondern dass wir sagen, nein, es war ein Beginn. Und es war ein Dialog und wir geben uns die Chance, dass wir die Dinge gestalten. In diesem Sinne, Maria, dir und dann Mario, dir. Ja, zum einen wurde ich aufgefordert, zum anderen werden Sie verstehen, dass ich mich natürlich auch sehr gerne zu Wort melden möchte. Zum einen, wir haben keine gemeinsame Vergangenheit. Das ist vielleicht was Gutes. Ja. Ja. Aber ich würde mich auf eine gemeinsame Zukunft freuen. Das klingt jetzt so großartig dahergeredet. Ich habe deswegen mitgeschrieben, weil ich vielleicht den Vorteil habe, aus einem anderen Bereich zu kommen, der aber ein ähnliches Problem gehabt hat oder auch noch hat. Ich bin Schneiderin, wir sind auch kein Anmeldegewerbe, wir haben noch eine Meisterprüfung, noch, und ich kann Ihnen garantieren, dieses wird zur Diskussion stehen in den verschiedensten Bereichen und das wird nicht nur Sie betreffen und nicht nur die Schneiderei betreffen, das wird, ich sage mal, ein Thema der nächsten 3 bis 5 Jahre werden. Weil wir uns immer dieser Diskussion oder diesem Vorwurf stellen müssen, wir, die eine Qualifizierung haben wollen, die Zertifizierung haben wollen, wir wollen ja nur alle anderen verhindern. Ja? So wie Sie heute geredet haben, ist das Wasser auf meiner Mühle, weil auch wenn jetzt der Schneider nichts verursacht, was den Dermatologen dann beschäftigt, gibt es trotzdem dann vielleicht den einen oder anderen und da deckt sich's auch.
die haben eine Meisterprüfung, die sind zertifiziert und trotzdem arbeiten sie nicht immer alle so, wie man sich's gerne wünschen würde. Ja? Wir haben ein ähnliches Problem, ich darf vielleicht einen, weil Sie eine Art Berufsethik auch erwähnt haben, das können Sie nicht gesetzlich verordnen, um Gottes Willen, bitte verordnen wir es nicht gesetzlich. Aber es gibt die Möglichkeit, und da haben vielleicht, können wir uns da eine Idee holen von den Wiener Kürschnern, die ja eine sehr, sehr harte Zeit auch hinter sich hatten, die sich mittels einer Charta zu einer bestimmten Art und Weise, zu einer bestimmten Verarbeitung oder dass sie bestimmte Fälle nicht verarbeiten, eine freiwillige Charta. Gut, okay, das ist jetzt Ihre persönliche Ansicht, Sie werden aber verstehen. Ja, also es gibt Möglichkeiten, ich kann mich freiwillig einer Berufsethik entwerfen, nur bitte schaffen wir es nicht so weit, dass es von irgendeinem Magistrat verordnet wird. Ja. Ich würde Sie sehr gern einladen zum Thema Pusherbekämpfung. Glaube ich, haben wir nicht alles ausgeschöpft, wenn ich jetzt nur so mitgehört habe. Ich kenne jetzt nicht alle Fälle natürlich. Zum Thema Wifi-Kurs, glaube ich, kann man Dinge tun. Ich kenne es aus anderen Gewerben, ich kenne es aus dem eigenen Gewerbe. Es gibt die eine oder andere Möglichkeit, was zu bewegen. Ich lade Sie ein. Wie gesagt, wir haben noch keine gemeinsame Vergangenheit. Lernen Sie mich kennen, testen Sie mich aus. Ich werde Ihnen alle meine Erfahrungen, die ich habe aus anderen Gewerben, gerne mitteilen. Vielleicht kann man das eine oder andere verwenden. Vielleicht kann man von dem verändern und verwenden. Ich glaube, dass Sie am richtigen Weg sind. Ich bin absolut dafür, dass es wichtig ist, dass Sie eine gute Arbeit leisten, dass es auch geprüft wird. Bitte ja. Mir hat wahnsinnig gut gefallen von Ihnen, dass Sie gesagt haben, Sie schimpfen mit der Mutter, ich habe einen 15-jährigen Sohn. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir rechtzeitig den Kopf zurechtdrücken, absolut, sollte in irgendeiner Bahn mit meinem Sohn zu Ihnen kommen wollen. Das sind Dinge, die können Sie über Berufsethik regeln, aber Sie können es nicht verordnen. Also ich lade Sie ein, Sie finden mich, wenn Sie mich finden wollen, ich würde mich freuen. Sehr gerne. Es muss kein Arbeitskreis sein. Setzen wir uns einmal gemütlich, verzeihen Sie, ich trinke kein Bier. Ich weiß nicht, was Sie trinken, aber setzen wir uns auf ein Glas Wein zusammen. Ich schaue so aus, aber ich trinke Mineral. Ist in Ordnung. Ja. Wir können uns ja gerne auf ein Glas Mineral zusammensetzen und plaudern wir einmal und schauen wir, wo wir da ansetzen können. Das würde mich echt freuen. Sehr gerne. Danke. Okay. Vielen Dank auch an dich, Maria. Ich bitte euch jetzt noch um einen kurzen Schlusswunsch, wobei schon vieles gesagt wurde, aber vielleicht auch in ein, zwei Sätzen. Ich beginne aber jetzt bei Ihnen. Ich meine, ich weiß nicht, Sie werden sich jetzt nicht weniger Patienten wünschen oder so, aber wo ist Ihr Gedanke? Wo hätten Sie da irgendwie eine Idee, wie es weitergehen könnte oder wo man was verbessern könnte, auch aus Ihrer Sicht? Ich kann jetzt wirklich schwer sagen, ich wünsche mir weniger Patienten, aber in Wirklichkeit, es passt schon. Ja? Weniger Tattoos, die wegzumachen sind, weniger auszubessern. Ich schaffe auch ganz gerne Platz für neue Tattoos und räume ein paar alte aus dem Weg. Also ich gehe da voll mit, ja? muss man sagen. Ja? Dankeschön. Unsere Jüngste? Ich sage das schon wieder, ich weiß. Bitte. Ja, dass es vielleicht einfach zu den Tattoo-Kurse Aufnahmekriterien gibt oder dass es auch Kriterien gibt, wer die Befähigungsprüfung machen kann. Und des Weiteren, dass es mal Klarheit gibt darüber, wie funktioniert das mit der Innung, wie komme ich zu meiner Prüfung. Man ruft beim MA63 an, man ruft bei der Innung an, überall, man kriegt nie eine gute Auskunft. Und ich glaube, alle, die in den letzten paar Jahren einen Gewerbeschein gemacht haben, es war für keinen eindeutig, wie es funktioniert und bei jedem ist irgendwie anders abgelaufen. Und genauso wie das mit der... Es gibt einfach keine Regelung, egal ob es jetzt eine Grundausbildung gibt als Voraussetzung für irgendwas, es steht nirgends geschrieben und niemand hat von einer Grundausbildung jemals was gehört. Es,
es gibt auf der Wirtschaftskammer in Graz gibt's Aufbaukurse, da gibt es genau 3 oder 4 Module, die zum Abschließen sind, dass man dann die Bewegungsprüfung machen kann oder dass man sie kriegt, aber in Wien gibt es keine Regelung. Wenn es eine gibt, wäre es interessant und auch wichtig für uns, dass wir das wissen, wie das Ganze funktioniert. Danke. Also ich bin auf jeden Fall dankbar für, also möchte mich bedanken bei allen Kollegen, die da heute sich Zeit genommen haben und gezeigt haben, dass eben nicht nur 3 Hanseln da ein bisschen Unzufriedenheit demonstrieren, sondern dass sich da vereint hinter uns gestellt haben und damit bewiesen haben, dass dieses Problem einfach besteht. Ich möchte den Mario danken, der uns die Möglichkeit gegeben hat, auf diesem Weg mal so ein Gespräch zu führen und vielleicht Probleme aufzuzeigen und der auch seine Kontakte spielen hat lassen, um die richtigen Leute heute auch hier einzuladen aus der Politik und aus der Wirtschaft, die vielleicht uns auch helfen können oder helfen möchten oder sich angesprochen fühlen, da Gespräche zu beginnen beziehungsweise halt wirklich was zu tun, weil wie gesagt, auch wenn es einen persönlich nicht betrifft, weil man jetzt nicht unbedingt die Altersgruppe ist oder nicht unbedingt diesen Lebensstil lebt und verkörpert, hat man sicher jemanden im Bekanntenkreis, Verwandtenkreis, Umfeld, den es betreffen könnte und vermutlich irgendwann betreffen wird. Und dann wird jeder dankbar sein, wenn die richtigen Leute an den richtigen Positionen sitzen mit der richtigen Ausbildung und die Sache dann so durchziehen, wie sie sein sollte und nicht zum Nachteil aller Betreffenden. Danke an alle. Glorreicher Abschluss. Super, der Ötter ist jetzt wieder der Teischek, weil, ich meine, hat eh schon jeder alles gesagt und ich soll dir jetzt alles wiederholen. Nein, es ist einfach so, bring noch mal man hat es nur schwer, wenn man gerade die als Vorredner hat, bleibt einem selber dann nicht mehr viel über zum Reden, oder? In erster Linie sage ich mal wirklich auch wieder Stefan, danke für die Leute, die gekommen sind, egal von wo, von was für einer Seite, die sich einfach interessiert haben für das, was da heute abgelaufen ist. Und mein großer Wunsch ist natürlich, dass wir eine Lösung finden für die Problematik, die jetzt momentan in Österreich oder gerade im Wiener Raum auch herrscht, dass wir als Tätowierer dementsprechend unsere Vertretung wiederfinden, neu finden, je nachdem. Aber es gehört einfach was gemacht. Es ist uns wirklich ein ganz, ganz großes Anliegen, dass wir die Arbeit, die wir machen, dass die gewürdigt wird, dass die verstanden wird und dass wir da auch ein Gegenüber haben, wo man sich auch hinwenden kann, wenn man mal was nicht weiß oder irgendwas initiieren will, dann wünscht man sich einen Spiegel, wo man mit denen auch reden kann. Und ich hoffe, den haben wir bald. Und ja, ich höre jetzt auf, ich habe einen Durst und rauchen will ich auch nicht. Ich habe das Schlusswort dankenswerterweise nochmal an euch. Vielen Dank. Es gab einige sehr intensive Vorgespräche für heute Abend. Es gab viel Hoch und viele Höhen und Tiefen im Vorfeld. Aber ich denke, wir haben heute einen guten Abend gehabt, dahingehend, dass in vielen Bereichen Bewusstsein geschaffen werden konnte, dass Probleme aufgezeigt werden konnten, auch Personen, die vielleicht damit sonst weniger beschäftigt sind. Ich danke der Frau Rimbauer und der Frau Lipkowitsch, die sich sozusagen als die 2 Damen in die Höhle des Löwen hier gewagt haben und auch heute viel aushalten mussten. Ich danke dir, Maria, du hast und auch dir, Birgit, du hast einiges oder hast vieles Wichtige gesagt, nämlich, dass wir heute die Chance haben, vielleicht, dass wir auch erstens jetzt hier dann nach Abschluss des offiziellen Teiles im persönlichen Gespräch einige Dinge besprechen könnten. Also ich hoffe, Sie bleiben noch länger. Es gibt ja dann auch eine wunderschöne Grillerei draußen, die auch, muss man auch bedanken, von der Innung bezahlt wird. Also auch danke auch dafür. Und genau, mal einen Applaus. Man sieht, dass heute hier der Saal gut gefüllt wurde. Ich habe es auch von der Anmeldeliste, die wir hier mehr eben eingetrudelt sind, auch schon gesehen, dass wirklich hier heute ein Fachpublikum da war, eben viele Tätowierer mit Gewerbeschein, die ja auch ein Anliegen haben. Ich denke, es wurde vieles transportiert an euch, die ihr damit arbeiten könnt.
Der Abend wäre nichts ohne euch gewesen, deshalb freue ich mich, dass ich jetzt mir auch dann ein Bierchen holen kann. Gute Idee, Michel. Ich habe von Reminal. Achso, Entschuldigung, natürlich. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, viele angeregte Gespräche und ich hoffe, dass wir, wie man so schön sagt, das Forum wieder mal eine Tür aufmachen konnte für euch. Durchgehen müsst ihr jetzt selbst, um mit den wichtigen Personen zu sprechen. Also auch noch einen schönen Abend und ich hoffe, dass es in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Alles Gute. Danke.